Hallo Zandi, hallo an alle, die da sind. Schön, dass ihr da seid. So. Hallo. Guten Tag. Moin. Von mich, Grüzi. Stay und ich haben das synchron erklären. Hi. Interesting. Ich bin der neue Halbling. Also eigentlich ja Gnom, ne? Also wollte gerade sagen. Es war ein Gnom, glaube ich. Gut. Du kannst. Ich sage, ich kann die schlecht auseinanderhalten, dann ist es ein Problem, ne? Stay, du kannst den Charakter von Bart, von Lion ansprechen und wegmachen und dann wegbringen und dann kann Bart mit einem neuen rein. Oh, das geht? Laut Chat schon, ja. Das wäre sehr wild. Session 2, dann kannst du dir einen Charm machen auf jeden Fall. Ich lad mal, wir haben letztes Mal die Knolle weggemacht. Ja, let's go. Dankeschön, Sweetheart. Wir haben gerade so die Gnolle geschafft. Sabine läuft. Dankeschön für den Gift an meiner Seite. Ach, Quatsch, das war doch ganz gut. Das war übel schwer. Nein. Ich war mehrmals down. Ja, also kann ich ja jetzt nicht dafür, dass du kein Leben hast, ne? Spielst du wieder ein Wizard, oder? Ich spiele, das wirst du gleich sehen. Okay, ich bin sehr gespannt. Aber wäre es nicht gut, wenn Bart das wüsste, weil wegen Charakter erstellen? So, jetzt habe ich lade euch jetzt mal ein. Ich habe jetzt gerade Bo ins Lager geschickt. Eigentlich okay. Schon, Shire, ja. Also? Nee. Ja, okay. Spielt jemand von euch Cleric? Nein. Ich bin Paladin. Okay. Haben wir einen Healer in der Gruppe? Snow, warum bist du nicht online? Was soll das? In Steam war da. Ich habe mich offline gestellt. Wir haben keinen Healer, aber wir brauchen Damage. Wir brauchen keinen Healer. Okay, was ist, wenn ich... Eigentlich haben wir Damage. Wir haben Damage. Oh, haben wir. Wenn Shire mal wieder Würfel unterdurchschnittlich würfelt. Ja, aber glaubst du denn, dass der Damage vom Bade kam? Also. Naja, ich dachte, der Bade hat zumindest zum RP was beigetragen, Kappa. Obwohl, der Bade ist eigentlich auch geil. Warum ist denn Snow jetzt noch nicht online? Achso, versuch's jetzt nochmal. Also Cleric wäre schon fein. Ich kann dir auch sagen, was wir sonst noch haben, wenn du willst. Also wir haben... Also ich bin Paladin. Ruhe. So, ich bin Paladin. Aber ich werde später nochmal... Ich werde eine Mischung machen. In Anführungszeichen, muss man dazu sagen. Warte mal. Was denn? Was willst du mir jetzt damit sagen? Er hat den Oathbreaker gespeedrunnt, möchte Snow damit sagen. Ich kann nichts dafür, nur weil die Würfel schlecht liegen. Wir fronten ja Shire auch nicht, weil sie die ganze Zeit daneben schlägt. Machst du wohl? Hä? Ich steuere gerade... Also, ich bin nicht Snowy. Aber ich kann mich im Kreis drehen. Oh. Was hast du gerade? Mein Charakter? Geh raus aus mir! Warum bist du denn der Charakter? Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich. I don't know. Ja, wir können switchen. Wenn du auf mehr Spieler gehst, kannst du. Hier, guck mal, wir können einen Charakter. Mehr Spieler? Genau, warte mal. So, muss ich das machen? Ja. Nee, so können wir den auch rüberschieben in der Theorie. Really? Sein. Ja. So, jetzt habe ich geswitcht. Genau, jetzt wäre ich der Bade. Jetzt ist die Frage... Chat meinte bei mir auch, man wird in den Character Creator normalerweise geworfen. Du musst erst Daniels Charakter dismissen. Ich hab den dismissed. Ich geh mal ins Hauptmenü. Geh mal ins Hauptmenü zurück. Genau, guck mal, ob wir dismissen können. Und wenn nicht, dann baue ich mir den halt einfach ein bisschen um. Ach, den brauchst du nicht umbauen. Der ist perfekt so. Der ist... Ja, das habe ich schon gesehen gerade. Okay, jetzt ist der bei mir. Okay, jetzt schicke ich ihn mal weg. Dismiss them to Wither's Wardrobe. Ah, du musst den noch in Wither's Schrank packen, ja. Ah, warte, dann muss ich ins Lager. Richtig, all you have to do is speak directly to the character you would like to dismiss and then only available dialogue option will be to dismiss them to Wither's Wardrobe. Na guti. Wo ist denn der? Ich glaube, das passiert automatisch, wenn du mit dem gesprochen hast. Ich glaube, das ist dann schon... Ah ja, hier, Kleiderschrank. Nee, Lazarus? Nee, das ist für ein anderes. Ich glaube, wenn du den dismissst, dann ist das automatisch passiert. Okay. Ich glaube, der kann auch im Camp stehen, wenn ihr keine volle Dings habt. Genau. Und ich glaube, dass Ja, aber, also, ja.
Ich invite dich jetzt mal. Mach mal, wir gucken. Wir gucken einfach, was passiert. Dann geht's, glaube ich. Kameras der anderen hatten wir noch nie bei Baldur's Gate. Aber es streamen alle gleichzeitig. Melone im Kopf. Oha. Habe ich mich bedankt bei dir eben? Und jetzt ist er wieder da. Dankeschön für Tier 2. Hm. Thank you. Der ist aber sehr anhänglich, der gute Buru. Hast du den wirklich in den Schrank geschickt? Ich kann ihn nur dismissen, danach verschwickt. Wo ist denn der Schrank? Wie schicke ich den denn in den Schrank? Ich glaube, wenn du ihn im Lager findest und sagst, jo, bitte verzieh dich, dann verschwindet er in einem Schrank. Gut, dann musst du nochmal disconnecten. Jo, mach ich. Können ja auch irgendwo im Lager rumstehen. Ich glaube, das macht vielleicht in der Nähe von Withers. Es ist halt leider ein Gnom, den zu finden ist halt echt schwierig so. Wie geht's dir eigentlich? Nein, so, gut? Wir gehen mal ins Camp komplett. Geht's dir gut, Bart? Ja. Also ich hab Bock auf Baldur's Gate, ne? Dann geht's mir immer gut, wenn ich das Spiel spiele. Du musst den anderen mal erzählen, so, wie dein Honor Run verlaufen ist. Wait. Der lief doch eigentlich gut, dachte ich. Der lief insane gut. Ich bin dreimal fast draufgegangen. Also hier steht Spielstand. Person in dein Lager schicken. Wenn du mit ihm redest. Wenn ich mit ihm in meinem Lager rede. Okay, ja, vielleicht hilft das. Und dann verschwindet er. Also dann löst er sich legit auf. Ich rede mal mit Withers, ob der mir irgendwas... Ah ne, hier ist ein Schrank, der kommt jetzt. Perfekt. Und jetzt ist der hier drinne. Und was mache ich jetzt mit dem? Keine Ahnung. Hier steht nur... Also der ist automatisch hier drinne. Den lässt du dort, aber er kommt immer automatisch zurück, wenn ich ihn wen Neues einlade. Also wenn ich jetzt wen einlade. Bart? Ich glaube, das Problem ist, das geht normalerweise, aber wenn du schon 4 Custom-Character hast, dann geht das, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, 4 Custom-Character ist das zum Maximum. Aber das wäre ja jetzt per se auch nicht tragisch. Also ich finde das irgendwie komisch. Das muss irgendwie gehen. With us. Okay. Ich sehe auch den Oathbreaker hier stehen, sehr gut. Guck mal, was ist denn, wenn ich mich einfach optisch anpasse? Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das Volk changen kann, aber mein Aussehen kann ich jetzt so 100% ändern. Let me check. Ja, dann mach dein Aussehen neu und dann, ich glaube, du kannst die Rasse und so ändern. Rasse glaube ich nicht, ne? Oder geht das? Nee, ich glaube auch nicht, aber nur, aber ganz ehrlich, ich mach einfach Aussehen und alles gut. Du kannst Aussehen und Klasse. Genau. Ja, easy. Macht euch keinen Kopf. Herzschmerz. Seit dem Patch 2 kann man einen Custom Char von der Party ausschließen. Man muss wohl mit dem sprechen. Mit wem sprechen? Wer ist denn dem? Custom Char, aber das habt ihr ja praktisch schon probiert. Der Custom Char, ja, das haben wir ja gemacht. Also bei mir im Chat steht, ohne Reddit geht's. Ach, ohne Reddit. Auf Reddit wird gesagt, ohne Mods geht's nicht. Ah. Ja, das denke ich auch. Dann ist 4 das Limit, ha?
Morning, I guess. Yeah, probably. Oh mein Gott, ich habe gerade Withers geredet. Let's go. Was? Das habe ich noch nie geschafft. Schwierigkeit 20 und ich habe eine 20 gewürfelt. Okay, ja. Let's go. Was ist mit einem Hireling? Kann ein Spieler einen Hireling spielen? Oder sind die dann so weird? Könntest du rein theoretisch einen Hireling nehmen und nach deinem Wunsch gestalten? Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ja. Das wäre die einzige Sache, die wir noch testen könnten. Sollen wir das noch einmal probieren? Oder ich kann einen Mietling, ich kann ja einen Mietling mal, einen Mietling rekrutieren. Genau, aber ich glaube, ich glaube, du kannst ihn dann auch ein bisschen konfigurieren. Ich glaube, das Einzige, was ich machen müsste, ist, ich müsste raus, damit du den Gnom aus der Gruppe rausnehmen kannst, den Mietling rekrutieren kannst, und wenn ich dann wieder reinjoine, bin ich der Mietling. Aber ich muss vorher wissen, was für eine Klasse der haben soll, oder? Klasse ist egal, das kann er respielen. Rasse ist, wenn wichtig. Wissen wir denn, wer welche hat? Das steht bestimmt nicht dahinter. Steht jetzt nicht, das ist ein Drow. Okay, ich google einfach. Hireling. Danke, Chad. Du magst mich aber noch, oder? Guck mal. Perfekt. Ich bin auf neutral. Ich bin bei plus minus null. Doch, steht da? Ja? Okay. Oh Gott, ich bin immer noch Offbreaker, Digga. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Aber ich muss sagen, der grässliches Aussehen Spell ist insane. Mit der Verängstigung. Mhm. Bei den Mittlingen sieht man krasse und klasse. Okay. Ja, perfekt. Dann gehe ich ja mal raus und dann besorgst du mir irgendwie was, was edgy ist, einen Drow oder so. Nee, du sagst mir genau, was du haben willst. Okay, ich hätte gerne einen Drow. Okay, gut. Gut. Sag mir, wenn du raus bist. Ah, okay, sehr gut. Bin raus, ja. Wo ist der Spiegel? Jetzt muss ich erstmal zu dem laufen und mit dem reden. Digga, er steht am Ende vom Camp. Nein, hätte ich mal hingeklickt, wenigstens. Dann wäre der wenigstens gelaufen. Danke, Chat, für eure Hilfe. So, und jetzt hole ich mir mal. Jetzt muss ich zurück zu dem laufen. Nein! Was? Hä? Das bin ich. Warum hat er jetzt mal. Ach so. Ich habe den angeklickt. Ich dachte, ich dachte, ich bin das, ich habe mich verklickt. So, du willst nur Drow, ja? Ein Drow wäre super, ja. Ich will Piercing und Tattoo. Das ist ein Tiefling. Das ist ein Gnom, das ist ein Drow. Das habe ich auch mit meinem anderen Charakter. Okay. Aussehen und so kannst du ja dann noch bearbeiten. Genau, sollte der Fall sein. Das ist geil. Okay, ich habe einen Drow. Und jetzt lade ich dich wieder ein. Perfekt. Jetzt haben wir zwei so edgy Charaktere. Was ist denn da los? Hä, wer ist denn der andere edgy Charakter? Hast du dir Snows Charakter mal angeguckt? Snow ist doch nicht edgy. Snow ist Tiefling. Hä? Bin ich doch wieder Halbling jetzt? Ja! Warte mal. Das kriegen wir hin. Ja, warte. Ja. The vessel is at thy disposal. But the vessel only stares blankly. I'm like 90% sure it's not gonna work. Ich hätte ihn meine Party. Oh, ich bin so dumm. Bart, du musst nochmal raus. Oh. Ich hab's verkackt. Wir lassen sie es noch einmal versuchen. Und wenn das nicht geht, dann reiß ich das Pflaster an. Können wir Bart einfach umbringen? Das wäre auch eine Option. Was ist denn, wenn der Charakter tot ist und ich join? Nein. Ruhe.
Nee, Entschuldigung. Also es ist jetzt nicht so, als ob unsere Charakter eine große Zuneigung zu ihm hätten, nachdem er das Eichhörnchen getreten hat. Boah, er ist echt so, ja. So, jetzt haben wir den in der Party. Ich invite jetzt Bart wieder. Ja. Heilinge sind keine PCs. Ich glaube, Bart konnte keinen erstellen, weil Bo noch in der Party war. Wenn es keine PCs sind, dann wird er jetzt wahrscheinlich wieder automatisch Bo bekommen. Yeah. Nee, oder? Och. Das gibt es doch nicht! Ja, die Heierlinge zählen nicht als vollständige PCs. Ja, dann lass mich der Gnome sein und dann passt das. Du bist ein Drow geboren im falschen Körper. Du musst jetzt Disguise Self mitnehmen. Oh, das ist tatsächlich sehr smart. Ich warte, Disguise Self machen. Wir haben doch diese Masken da vom Vorbesteller-Dingens. Oh mein Gott, diese super hässlichen. Naja, da kannst du mit shapeshiften. Oh, really? Yeah. Naja, du kannst dann Draw sein, ja. Das ist ja lame. Aber es ist trotzdem lame irgendwie. Fühle ich jetzt nicht. Ja, Alternative ist von vorne geht, starten. Ja. Nee, auf keinen Fall. Nee, ihr müsst jetzt nicht von vorne starten. Ich mach das schon, macht euch keine Sorgen. Das ist aber ein schöner Helm. Der Schrank wurde Helm. Doch extra eingeführt, damit man mehrere Custom Chars haben kann. Ey, ich google jetzt selber. Ja. Multiple alle nicht Custom Chars, Baldur's Gate 3. You can play single player character with 4 Custom Chars. Ja, super. Ich weiß nicht, ob ich State zum Mon ja, bekomme. Ja, wir haben 4. Also Chat meint, es gibt nur die Möglichkeit, Party Limit Vigon Mods zu installieren und dann kann man ja. Noch einmal reinmachen. Ja. Wir müssen eh eine lange Rast machen jetzt gleich. Ne? Also, guck mal, wir haben noch hier einen Dunkel. Wir finden irgendwann eine Möglichkeit dafür. Keine Sorge. Kann alles sein, was ich möchte. Hä? Nee, das finde ich nicht gut. Digga, was? Warte mal. Haben wir jetzt einen. Falsche Rasse. Ich kann es gleich mal vorschlagen. Ja, ich kann halt, also, ne, so ein paar Optionen gibt's. Okay. Ich baue mir was Schönes zusammen. Wollt ihr erst die Long Rest machen, damit ihr schon mal... Also wollt ihr so spielen, ja? Die Mod ist nicht so schwer einzustellen, aber wie ihr wollt. Ey, ganz ehrlich, Snow, ich habe kein Problem damit, einen fucking Gnome zu spielen. Aber wer muss die Mod installieren? Ich nur? I don't know. Ja, das ist nicht so ein Problem. Guck mal, wir können doch auch einfach jetzt ganz normal spielen. Ich finde, es ist auch immer schlecht, eine Mod während eines laufenden Speicherstandes neu zu installieren. Das ist richtig. Nicht gut. Ja, das kann auch sein. Das ist keine gute Idee. So. Mods müssten alle haben. Okay. Er sagt Bescheid, ob ihr erst einen Rest machen wollt. Nö, mach erst mal dann. Wir machen, wenn du fertig bist, okay. Einen Rest. Ja, okay. Also da ich in vorbereitender Maßnahme auf dieses Spiel Mods installiert habe, um auch ein paar Level durchzumachen, kann ich sagen, es ist keine gute Idee, in einem laufenden Speicherstand eine neue Mod zu installieren. Believe me. Don't do it. Ist einfach keine gute Idee. Ja, dann muss er jetzt mit Bo Herzschmerz weiterspielen. Oh. Hey, wo denn Line? Line ist jetzt ein Ork. Aber das ist Bart. Aber es ist gleichzeitig noch Bo Herzschmerz. Aber es ist auch nicht Bo Herzschmerz. Es ist jetzt Bart Herzschmerz. Das Überbleibsel eines Levels. Ich kann ja schon mal überlegen, was die nächste Level sind. Warte mal, welches Level sind wir eigentlich? Sind wir noch 3 oder sind wir 4? Ja, wir sind noch drei. Spielt ihr eigentlich auf Tactician, ja, ne? Ja. Hat die Limit Begonnen ist von mir.
Du hast das gemacht, Sildo? Ich werde das Longstrider vom Baden vermissen. Das heißt ja nicht, dass wir den Spell nicht mehr haben. Das geht nur, ja, wenn Lion also auch drin mit neuen ist. Klasse haben wir nicht mehr. Ist Snowy nicht Wizard? Sorcerer. Oder? Sorcerer. Ah, okay. I do the magics. Was willst du? Wizard? The magics. Was willst du spielen eigentlich, Bart? Ich wollte doch mal. Wirklich, Cleric, oder? Ich würde wirklich überlegen, Cleric zu gehen. Wenn ihr was sagt, ihr wollt unbedingt keinen Cleric haben, dann würde ich das wie Warlock spielen. Nö. Ich bin Damage-Paladin, dann kann ich Paladin bis 16 hochpushen. Ja, genau. Ich finde es cool, einen Healer zu haben, gerade wenn man auf höchster Schwierigkeit. Sobald wir Level 5 sind, werden wir kein Damage-Problem mehr haben. Ja. Ja, sagt der Sorcerer. Ja, der Sorcerer, der Twin, haste auf dich und unseren Mönch castet, damit ihr machen könnt, was ihr wollt. Twin-Spell, okay. Let's go! Ja, hallo. Let's go! Geil. So, warte mal, ich muss kurz hier eine Timestamp machen. Das ist die dritte Session, ne? Ja. Mhm. Yeah. Geil. Dankeschön für eure Hilfe, Jen. Geil. Thank you, sweetheart. Wie war euer Tag bis jetzt? Erzählt mal. Gut. Eldring war gut. Ich habe gerade noch kurz vor Gamewechsel den Boss gelegt. Das war so der. Von wen? Die Kante zwischen traurig oder gut gelaunt. Who did you do? Who? Ah, den blöden Knight vor Lane. Ey, du warst ja Speedrun, oh mein Gott. Bruder, da bin ich noch lange nicht. Ah, du, okay. Du kannst auch den Namen ändern im Spiegel. Ja. Oh, nice. Und wie war euer Tag? Ja. Ja, ne? Ich bin müde. Es ist ganz schön. stellt die Frage und antwortet selbst mit ja. Was denn? Machst du aber auch, Snow. Das machst du jedes Mal. Wirklich? Ja. Oh, es tut mir leid. Aber Smalltalk braucht doch keiner, sage ich ehrlich. Nee, bin ich auch dabei. Ja. Kann man eigentlich auch den Guardian verändern? Kannst du den Guardian verändern? Boah, das weiß ich nicht. Ansonsten hast du irgendeinen Guardian, den noch niemand von uns gesehen hat. Das wird wahrscheinlich sehr lustig. Nur ich mehr nicht, dankeschön. Nice, das machst du jedes Mal. Shaya sagt, ich mache jedes Mal, wenn man mich fragt, wie es mir geht, sage ich nur, ja. So knapp antworten wie Stay gerade, meint sie. Dankeschön. Nur ich mehr nicht. Manche sagen wohl, das geht auch, wenn Stay Haraldo und Bo kontrolliert, sodass kein freier Charakter da ist für Bart. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Eine Aktionsleiste fertig. Das ist in dem Spiel tatsächlich eine sehr gute Idee. Einfach zwischendurch mal ein bisschen aufzuräumen. Warum gucken Gnome so nach oben? Das sieht sehr witzig aus. Springen brauche ich. Stoßen brauche ich vielleicht. Reaktionen kommen automatisch. Oh, das kommt. Warte mal. Wo du das gerade sagst. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich das alles anhabe, dass der mich fragt, bevor der das selber macht. Ja. Ich hasse das. Ja. Der macht das standardmäßig zwar nur bei kritischen Treffern, aber du kannst es dir trotzdem nicht aussuchen, bei welchem Charakter. So, jetzt brauche ich noch Heiltränke. Und... Okay. Bisschen ordentlicher. Ich habe noch nie diese Aktionsleiste angepasst. Ja, das ist ein bisschen Arbeit tatsächlich auch.
Echt, ich mache das jedes Mal, damit ich die Cantrips, First Level, Second Level, etc. What are you talking about? Spiel den Monk. Ja, aber... Wie, gut. Was? Ich verstehe noch nicht, warum machst du das? Wegen Cantrip, was? Ach so, nee, wenn ich Sorcerer oder irgendwas mit vielen Spells spiele, dann sortiere ich die, dass in der ersten Reihe nur Cantrips sind und dann First Level und dann Second Level. Dass das nicht durcheinander ist. Ach so, okay. Das verstehe ich. Dann finde ich die Sachen leichter. Nee, Leiner hat Betriebsferien. Leiner hat sich gesagt, er braucht Urlaub von PM Pen and Paper. Das kann ich, ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin schwer süchtig. Das ist das schlechte Gewissen wegen dem Eichhörnchen, sage ich dir. Ja, stimmt. Oh Gott. Oh no. Was kostet mich wohl, mein Oath zu repayen? Und wie lange kann ich ihn halten? Ja, das geht. Ich kann's dir sagen, aber ich weiß nicht, ob du es selbst rausfinden willst. Ich find's selbst raus, ich geh mal hin. Chat, was er jetzt nicht weiß, ist, jedes Mal, wenn er sein Oath bricht und den nochmal wiederherstellen möchte, ich weiß nicht, kostet das doppelt so viel oder so. Ich war eigentlich an einem Run mit einem Paladin. Sein. Das ist total lame. Da musste ich 10.000 dafür zahlen und am Anfang sind es nur 400 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, geschätzte Zahl. Ich meine, einmal als, crazy. Ne? Erneuern ist ja okay, aber wenn du dann nochmal verkackst, also... Okay, ich glaube, du tust so, als hätte ich da Einfluss drauf gehabt. Ja, noch nicht ganz, ja. Wir hätten auch einfach gehen können. Oh. Hallo, Detsam. Fängt bei 1k an, okay. Und dann ist es, glaube ich, immer doppelt, oder? Aus Trotz werde ich es jetzt machen. Ask what you will. Das ist crazy viel auf jeden Fall. First, 1000 Gold! Oder. Wahrscheinlich spoilert es eh irgendwer in seinem Chat. Oh. Das Risiko ist immer sehr hoch, je mehr Zuschauer du hast. Warum kostet das 1000 Gold? Aber ich werde es ihm nicht sagen. Ich habe da nur einen Tiefling getötet. Das muss nicht, das kann doch nicht mehr als 10 Gold wert sein. Entschuldigung? Das kommt ganz drauf an, was für ein Tiefling. Die blauen sind mehr wert als die roten, oder was? Oh mein Gott, nein, das ist kein Hautfarben-Ding. Das ist ein Charakter-Ding. Ich dachte, blau ist rare und rot ist ultra rare. Ja. Das ist mit den Aber du hast Guard-Rakes. Rote getötet, ne? Stimmt, ich habe rote getötet, ultra rare. Fuck. Zahle es und beklaue ihn. Ich werde euer Gold benutzen, um das zu kaufen. Ach. Ja, so ist es. Ich habe gar kein Gold. Ja, ich habe ja das ganze Gold. Merkst du selbst, ne? Oh Gott, nein, ist das teuer. Ich mach's einfach. Ich kann den Tiefling-Hass in mir nur bekämpfen, indem ich 1000 Gold bezahle. Why do you wish to reclaim your oath? Ja, Geld gezahlt und die Sünde ist vergeben. Ja, so wie bei der Kirche. Ich brauche moralische Führung, ich darf nicht in den Schatten lauern. Ich finde Oathbreaker auch nicht so geil im Baldur's Gate, weil der Heal übel sick ist. Gut, wir haben jetzt noch einen Cleric mit Bart, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass Bart einen Cleric macht, aber ich finde das ganz geil. Weil Cleric und Sorcerer ist so, die sind so weit weg voneinander. Das ist cool, dann haben wir noch was wir so gar nicht so haben. Oder auch Monk und Cleric oder auch. Ja gut, Paladin und Cleric sind näher beieinander. Ich finde es trotzdem cool. Spiritual Weapon und so. Bisschen Agro ziehen. Cleric so an sich ist gar nicht meins. Endlich! Ich bin wieder cool. Rein! Okay. Ich habe jetzt Command. Oh, cool. Cleric haben können.
So. Okay. Eid der Ahnen. Ja, das genau, das war das. Ich fühle mich besser. Ja. Schön. Tieflinge sind mir direkt sympathisch. Okay. Oh. Wir können eine Wette machen, wer als nächstes auf 0 HP fällt. Das können wir machen. Wie schnell er seinen Eid bricht, Wette, klingt sehr kompliziert einzustellen. Aber vielleicht macht euch ein Mod ja eine Wette für die HP-Sache auf, wenn ihr ganz lieb fragt. Ich stehe auch ganz anders jetzt. Sonst kann ich es auch gleich machen, wenn besagte Mods vielleicht gerade am Handy sind oder so. Denn oh, ich will noch was machen. Reden, mit Wilvers reden? Ja, ich möchte eine Skill Proficiency ändern. Hm. Kostet das nicht auch Geld? 100. Gold? 100. Oh ja, das geht ja. Hast du denn das überhaupt oder hat Stay sich alles geklaut? Oh shit. Also ein bisschen solltet ihr haben, aber Stehen ich habe wirklich gerade 1000 ausgegeben für Repain. Ja? Also das bisschen sind 11 Gold. Wir haben 11 Gold? Ich kann es gar nicht sagen. Ich freue mich schon drauf, im Baden zu spielen. Oh, nicht mehr lange, keine Sorge. Oh. Alles gut, alles gut. Wenn es nicht so lange dauert wie die Erstellung von Snows Charakter. Wie lange hat das gedauert? Ach, nicht so lange. So 3 okay. Stunden oder so. Ich habe mir echt Zeit gelassen. Ach, warte mal, hat das wirklich 3 Stunden gedauert? Ja, ungefähr. Also so Pi mal Daumen, oder? Oh, not bad. Nein. Ich kann jetzt übrigens mit Tieren sprechen auf Ritual. Oh, nice. Nice. Das hat uns ja auch irgendwie gefehlt. Ja. Zauber unendlich. Das sind Cantrips, oder? Ja. Okay, nee, das ist kein Cantrip, das ist ein Cantrip. Was ist Chromatic Orb? Hä? Achso, der ist immer vorbereitet. Okay, verstehe. Achso, die habe ich schon. Okay. Ach, das ist Level 2. Ah, okay. Ich wollte Performance mitnehmen, aber das geht leider nicht, weil ich meinen Background, glaube ich, nicht mehr ändern kann. Falls jemand weiß, ob ich das noch ändern kann, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Weil das wäre voll geil gewesen. Dann hätte ich nämlich Musik spielen können. Old Person. Shield kommt nochmal raus. Kann ich später wieder mitnehmen. So, habe ich jetzt hier alles? Ich mach Chromatic Orb schon mal raus. Ich nehme mal Segnen noch mit. Ab Level 5 brauche ich das eh nicht mehr. So. Feed? Stimmt, mit einem Feed geht's vielleicht. Ich kann das Actor-Feed mitnehmen, ne? Dann kann ich 18 Charisma ballern und dann habe ich Performance. Dann kann ich. Coole Idee. Bloodmark Down, du hast recht gehabt. Krass. 38,6% haben das. Ja, ist crazy, oder? Aber jetzt bist du prepared fürs DLC. Elden Ring, yay. Okay. Schön, dass ich dich zum Lachen gebracht habe. Sehr, ja. Ich mach euch eine Channel-Bed auf. So. Gott. Ich bin bereit. Also zum Schlafen. Perfekt. Ich baller mir noch geile Ohrringe ran und dann bin ich ready.
Sprünge werden auch immer kleiner. Nicht ihr könnt wetten, falls keiner auf 0 HP fällt, refunden wir am Ende. Dann refunden wir am Ende, wenn keiner auf 0 HP fällt. Was? Ich bin bereit. Let's go! Let's go! Keine Ahnung. Was denn? Ich brauche noch einen Namen. Ah! Aber keine Sorge, das geht schnell. Mit Rupert Runenschmied. Nicht schlecht, okay. Ja. Welche Gottheit hast du? Ich habe noch nicht gerespeckt, ne? Muss mal gucken, welches überhaupt gibt. Ah, ja, stimmt. Weil ich habe noch nicht Cleric selber gespielt. Ich habe bisher nur Shadowheart eingesetzt. Was ist passiert? Hallo? Entschuldigung? Ich kann das bei dir auch zu 100%, obwohl ich nicht so stark bin. Versuch doch. Ah. Ja, hab ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie lange ich brauche zum Aufstehen. Ja. Tieflinge schubst, so haben wir das immer in unserer Stadt, Kinder, damals. Oathbreaker, haben Sie das gehört? Oh. Ja, die dunkle Seite ist noch nicht komplett aus mir raus. Das macht nochmal 50 Gold. Don't do it. Don't. Don't do it. Shia, hör auf. Oh, oh mein Gott, what the fuck? Das hat nicht funktioniert, what the fuck? Ich hab gefailt, wie traurig. Ich will mir den Song anschauen. Oh, der Song ist hier voll gut. Ja. Ja, echt? Wie geht der? Ich höre ihn nicht. Der Song ist ein bisschen sowas wie von Joshua Winter oder so, damals von Scrubs. Keine Zeit, Demsons. Klingt ein bisschen genauso. Sorry, Snow, ich hoffe, du hattest keinen Joghurt im Rucksack. Ich habe keinen Rucksack. Na, dann gar kein Problem. Dann entschuldige ich mich doch. Ich hatte den in einer Fronttasche. Ich habe den in meinem Bag of Holding. Ich muss manchmal ein bisschen wühlen, bis der rauskommt. Ich hoffe, du hattest keinen Joghurt im Bag of Holding, what the fuck? Ich habe zwei Bag of Holdings, in einem ist nur Essen drin. Ich lasse mich jedes Mal überraschen, wenn ich reingreife. Steck doch mal den Bag of Holding in den Bag of Holding. Eine Notiz so machen. So, I'm ready to sleep. Den Rest kann ich ändern, wenn wir geschlafen haben, zu die Klasse und so. Oh. Und Namen kann ich im Zweifel auch nochmal anpassen, aber... Okay, Tag beenden. Ja. Es ist jetzt Tag 3. Mhm. Erst? Wow, wie war der? Oh! The stink of Avernus. Stimmt. Advocatus Diaboli. We'll all be gods damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlak, the archdevil Zeriel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. Okay, das muss ich jetzt machen anscheinend. Wie ist sie, seid ihr zwei euch schon begegnet? Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlak, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the Blood War. With every swing of her axe, Karlak fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Karlak. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlak's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldurin's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel.
legged it away from her the first chance I got. And yet you served. No! Devils cannot be trusted! Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the Blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Gail im Hintergrund, wie ein Shit. Buch liest. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Huh. Wer zur Hölle ist der nackte Kobold? Was? Nackt sein hat Laien anscheinend vorbereitet. What the fuck? Keine Sorge, ich switch einmal ganz kurz. Das macht's nicht besser. Holy shit, die Muskeln, Bro. Bro, du hast ein 18-Pack. Get out of my swamp. Okay. Ich gehe mal zu Carla kurz, die ist irgendwie am Durchdrehen hier. Ja. Mach das ja. Bro. Ich mach privat, ihr könnt ihr wegklicken, wenn ihr wollt. Soll ich einmal mit Will reden? Ja, such dir aus. Ja, mach mal. Carla, das mach ich mal ganz kurz. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. Wir wollen die interessanten Stories von denen mitnehmen, Bart, dass du Bescheid weißt. Mhm. Ich überlasse das gerne an euch. Dieser Ort. Naja, was denn? Der ist einfach sehr muskulös. Der ist sehr attraktiv, ja. Wir haben bisher auch noch nicht viel gemacht. Wir sind nur am Strand gewesen und der Grove und ein paar Goblins geprügelt. Ja, und wir haben jetzt ein paar Bugbears weggeklatscht. Wenn ihr auch gerade erst Tag 3 habt, dann ist ja auch noch nicht so viel passiert. Ich brauche auf jeden Fall Zeug, um meine Rüstungsklasse zu vergrößern. Mit 15 fühle ich mich ein bisschen zu unterrüstet. Du brauchst eine Heavy Plate. Ja, für 18 oder so, ja. Ich leg mich schon mal hin. Krass, warte mal, du hast mit einer Heavy, du hast einen Taste, Heavy Armor, hast Rüstungsklasse 15. Ne, ich habe mittlere Monk Armor. Von sich aus so eine. Okay. Monk bekommt Wisdom und Dexterity. Wollen wir schlafen gehen oder? Ja. Yeah. Ja, schon. Ja, denke. Okay. Seid ihr am Schnarchen? Guck mal! Feini! Ich mach mal kurz mit Tieren reden. Ihr könnt beiwohnen. Keeping well, friend. Master, friend. I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Krass. Ihn streicheln. Das ist so süß. Ja. Call me Dr. Doolittle. Good job. Okay. Okay, musst du noch respecken jetzt irgendwas? Müsste ich in der Theorie, aber wir haben nur noch... Ist das der Heierling? Nur, ne? Warte, ich kann dir Geld geben. Ja, ich glaube, das ist der Heierling. Okay. Der steht jetzt da. Warte mal, wie heißt dein Charakter jetzt? Ich glaube, ich kann das einfach nehmen.
Ja. Ich glaube, wenn ich ran. Stimmt, dann nimmt ihr das von der Gruppe, oder? Genau. Ja, respect mal. Mach ich schnell, ja. Woody. Was macht denn Rivers mit dem ganzen Gold, was er von einem verlangt? Der kriegt gar nicht so viel Gold. Das ist nur 100 Gold pro Respec. Was macht mein Oathbreaker-Typ mit dem ganzen Gold? Das ist die Frage. Der heuert Leute an, damit du in Situationen kommst, wo du deinen Oath breaken musst. Die kriegen dann 50-50 und dann musst du noch mehr. Ja, stimmt. Das ist das einzige mein Reasonable, Charakter was er damit weg machen kann. Ja, true. Ich sehe mich nicht mehr. Bist du unsichtbar? Irgendwas Falsches? Ja, irgendwie schon. Das ist mir letztes Mal auch passiert. Ich weiß aber nicht mehr, wann es aufgehört hat. Soll ich dich mal bewusstlos schlagen? Nein! Merkwürdige Frage. Hä? Okay, ich bin immer noch unsichtbar. Okay. Ist gerade wieder aufgetaucht neben uns. Ja, aber ich sehe mich nicht. Warte, ich schubse dich mal. Ich sehe mich immer noch nicht. Quatsch mal mit jemandem. Okay, ja, gute Idee. Hey, ja. Camp Leave und Return hat sie, glaube ich, gerade schon. Ja, ich bin wieder da. Oh, sehr nice, gut. Okay, danke. Okay. Ah. So 15 Armor Class, nur durch meine Rüstung. Es gibt einen Feed, womit man Damage reduzieren kann. Ich habe halt kein Schild. Aber ansonsten eigentlich nicht mit Rüstung, ja. Ich habe ein zweihändiges Schwert. Ich brauche halt eine Plate Armor, ja. Aber ich habe ein bisschen Leben, also das ist schon okay. Ja, das klappt. Ich finde es übrigens schön, wie von meinen 11 Gold jetzt nur noch 3 Gold übrig sind. Hey, wir haben brüderlich. Fair geteilt, wahrscheinlich. Gerade, ja. Mhm. Ja, voll ich weiß. Fair. So. Was ist gleich der Plan? Naja, wir sind von dieser Karlach-Sache losgegangen, ne? Ja. Und dann sind wir Richtung Bugbears. Die haben wir gerade weggeklatscht. Oh, du meinst die Gnolle? Na, Gnolle und Bugbears waren noch da. Echt? Oder? Ich glaube nicht. Der Bugbear ist der Assassine gewesen bei der Tieflingsfrau. Ich dachte, das waren auch Bugbears. Vielleicht waren es auch Gnolle. Auf jeden Fall. Da müssen wir noch looten. Stimmt, ja. Und dann müssen wir da oben noch komplett sauber machen, weil ich glaube, da gibt es noch mehr von denen. Klingt gut. Zusätzlich. Puh. Es gibt auch dieses Haus, wo dann dieses Feuer ist. Da können wir, glaube ich, noch hin. Ja. Ich weiß aber nicht. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen im Level bleiben. Wir sind Level 3. Weil auf Tactician ist schon knackig. Ist sehr knackig, ja. Gerade die Templer sind unangenehm. Bei dem Goblin-Dorf schon? Also in nein, noch gar nicht. Hm, das wäre sonst vielleicht noch eine Option. Genau, das können wir dann auch noch machen. Zu diesen Schattendruiden da unten. Wir müssen zu den Schattendruiden auch, ja. Stimmt. Wenn wir Lass uns erstmal die Gnolle wegmachen und dann zu den Schattendruiden. Okay. Bei den Gnollen müssen wir vorsichtig sein vor dem Flint. Der haut richtig böse rein. Aber der Rest ist okay. Weil da haben wir ja die Karawane gefunden da unten. Hm. Mach schon mal einen Speicherstand. Unconfirmed Character Changes. Achso, ja, das ist ja. Das dauert ein paar Sekunden. Und wenn ihr wollt, sonst schon mal. Nee, können wir nicht. Ist ja jetzt nicht. Achso, könnt ihr nicht? Nein. Achso, weil du saven musst vorher, right? Nee, ich will nur, aber ich warte nur jetzt nur. Okay. Wir ich guck gerade noch welche, die. Wisst ihr, ob Life-Cleric irgendwann noch was anderes bekommt als diesen Lebensbonus bei Heals? I don't know.
Ich hab's vergessen. Ich hab Shadow Heart of Life Domain geswitcht, aber ich hab's vergessen. Ich google. Du kannst ja umswitchen, wenn es dir nicht gefällt. Das stimmt. Dann denke ich, würde es einfach erstmal die hier und dann das, was passt. Ihr macht ihr das mit Vorwissen, egal, oder macht ihr nur das, für das ihr schon Questhinweise gefunden habt? Nee, wir nehmen alles mit, was wir kennen. Und die coolen Sachen halt, die wir auch interessant finden, ne? Und Heraldo, einfach übelst der Parkourläufer. Was ich trainiere gerade ein bisschen. Dass man auch da ein bisschen was vom Spiel sieht. Ich möchte beispielsweise unbedingt Asterion Story spielen, eigentlich. Switchen noch ganz kurz die. Weil ich weiß, dass mindestens Stay die noch nicht kennt. Ich weiß nicht, ob Bart die kennt. Ja, Heilkunde. Bart, sag mal, hattest du Baldur's Gate schon mal durchgespielt? Ah, nicht komplett. Okay, okay. Auch bis Akt 3? Ja, bis Anfang Akt 3. So, von dann mir ist Shaya die einzige von uns, die es durchgespielt hat. Geil. Krass, wirklich? Ja. Naja, wow. Gut, ich hab's durchgespielt, ich hab's durchgespielt, wie MacGyver es durchspielen würde. Kurz. Sind wir ready? Achso, nee, du musst noch dein Level machen. Du musst noch leveln. Ja, das ist fein. Nein, es ist nicht, du musst leveln. Ich bin noch dabei. Hier sind einfach Invasionspläne. Ja. Ja, die sind wichtig. Aus dem Stand einfach. Bleib mal ruhig. Ich übe. Oh Katze. Gott. Katze! Katze! Ich wollte eigentlich nur NPCs damit ablenken, falls wir was klauen, aber wenn das bei dir auch funktioniert. Ich hab aber NPCs dabei. Damit ablenken, wenn man was klauen will? Ja, yeah, die drehen sich dann alle also in die Also wenn Richtung. Du meine 3 Gold haben möchtest, bitteschön. Nein, will ich nicht. Also wenn du mal ins Inventar guckst, also ich hab einfach nichts dabei. Und mein Burning Hand hast du mir schon geklaut. So, sind wir soweit? Ja. Ja. Wir verlassen das Lager. Lager wurde verlassen. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was hier alles noch rumliegt. Oben sind die Gnolle noch. Panda und ne? Ich waren im Akt 3 in diesem Vordorf und sind dann über die Brücke gegangen. Oder? Und dann waren wir in der großen Stadt und dann waren wir overwhelmed. Sieht so aus. Ja. Yes. Alt sagt, alles empty. Hier noch nicht. Offener Brief. Oh, speichern? Haben wir gespeichert? Ich speichere jetzt. Nice. Nicht so weit weglaufen. Bleib zusammen. Nee, ich bleibe da. Keine Sorge. Hier drüben ist diese, die Bude, aber ich glaube, wir müssen mal nach rechts. Ich will nur in die Eingeweide hier einmal reingucken. Oh, Knochen. Oh, schön. Und da drüben lang und gucken, was hier los ist. Ich glaube, da oben geht's. Ja, da vorne kommen die anderen Gnolle. Ja. Ach, da ist die Höhle. Da ist der ne? Flint. Hm. Wir können das machen, ja. Aber da müssen wir echt strategisch sein. Oh, ich brenne. Strategisch und der Rettet. Ich bin halt in. Ich wusste das doch nicht, dass das hier brennt. Ja, ist ja nicht schlimm. Tja, jetzt ist. Ich glaube, ich würde schleichen. Ich würde tatsächlich schleichen. Und rechts rum. Oben auf den Hügel hoch. Das können wir machen. Idee.
Aber. Hey, können wir machen. Naja, ich, aber? Wir können auch den Fight hier engagen und die dann einfach alle... Wir haben diese Ranzi-Items, die alle... Dieses Vakuum. Dann können wir die einfach double shattern. Wir können halt schleichen. Ich könnte halt schleichen und versuchen direkt zu critten, ne? Die ist Stufe 5. Das wäre auch geil, ja. Boah, ich weiß nicht. Ich habe nur einen 75-prozentigen Vorteil, ne? Wenn ich die versteckt angreife. Alter, hier sind... Können dir noch Guidance geben, wenn du möchtest. Dann kriegst du nochmal einen kleinen Bonus drauf. Warte, ich speichere mal. Alter, zu Level 3, Level 5 ist auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Ja, das ist wirklich sehr kritisch. Die sind alle Level 4 auch, ne? Ja, deswegen... Wir sind halt erst Level 3, also das ist schon... Okay, dann lass uns das abbrechen und zurückgehen zu dem Haus. Wir können das machen. Trust. Trust, let's go. Wir können das machen. Hast du das nicht gesehen, was da ist? Ja, aber... aber? Ich... Guck mal, wenn wir den Kampf hier engagen, dann werden die alle hier in diese Enge reingehen. Selbst wenn nicht, dann können wir noch diesen Void Bulb, den wir haben, und die alle zusammen vakuumen, dann double cast die Shatter in die Reihen und dann haben wir 6d8 auf alle. Die da hinten, was macht das Vieh da hinten denn? Das brennt. Ja, umso besser. Okay, also sagt ihr engage. Es ist riskant, aber ich sage, es ist absolut machbar. Die werden da dran angegriffen übrigens. Ja. Wenn es nicht klappt, rennen wir weg. Oh, der hat sich geheilt. Er hat sich geheilt. Ich brauche nochmal ein Guidance. Oh. Wir können auch abstimmen. Nein. Jetzt ist es zu spät. Let's go. Okay. Let's go. Ja. Wenn ich dich da vorne geile quatsche, nehme ich an. Komm mal ein Stück nach hinten, Stay. Aber was bringt Guidance? Für Inni? Ja. Na, für was auch immer jetzt der Angriff kommt. Ein Bonus auf alles. Ich versuche jetzt hier den Angriff zu machen. Oh, du sneakst dich komplett durch. Das ist aber nicht für Attacks, ne? Na! Oh, hm? The Guidance ist für alles, was wichtig. Oh, okay. Oh, warte mal. Ich hab mit ihrem Talk. Das ist super gut. Ist kein privater Dialog, ihr könnt einfach mithören. Doch? Nee, was? Das ist jetzt privat. Könnt ihr. Ich kann nicht. Könnt nee, ihr? Geht nicht. Bei mir steht nicht privat. Wir müssen nicht zuhören, um zu wissen, was passiert. Wir können uns auch nicht bewegen gerade. Ihren Geist nach dem Ursprung der Stimme durchsuchen. Ihre Aufmerksamkeit auf die Höhle lenken. Vielleicht gibt es dort noch mehr Fleisch. Ach, scheiße, was muss ich machen? Ich suche den Ursprung nach der Stimme. Mach das. Mhm. Ich weiß, warum wir nichts tun können, weil Stay noch die Möglichkeit hat zu smiten. Oh ja. Aber eigentlich gerade das diplomatisch versucht zu lösen. Oh mein Gott, die ist auch vom Absoluten. Ja. Ja. Dann haben wir alle absolut. Ihr befehlen die anderen vom Rudel zu fressen. Let's go. Oh mein Gott, let's go. Nice. Ja, let's do it. Ja. Oh mein Gott. Okay, das war's. Ich komme jetzt raus. Und ich habe jetzt noch ein... Mhm. Ich könnte sie jetzt noch smiten. Nein, bitte. Ich mach's aber nicht. Okay. Ja. Beende auf gar keinen Fall deinen Zug. Ich glaube, es sind erstmal die anderen. Wieso? Damit wir in die Initiative reingehen können, bevor die alle dran sind. Okay, also verstehe ich das richtig? Finn ist jetzt auf unserer Seite? Ja. Oder neu? Also,
Das große, die große Kreatur ist jetzt auf unserer Seite. Aber okay, nur, bis sie sich komplett satt gefressen hat. Also nur bis zum Ende, glaube ich. Okay, aber das macht es signifikant leichter. Ja. Ah, 6 Schaden. Okay, es rennen Leute nach oben. Der Bogenschütze ist oben jetzt, ja. Bitte schießt nicht auf mich alle. Also dann haben wir die nur Wüten. Oh. Ah ja, kein Problem. Ich hab trotzdem... Kritischer Fehlschlag, let's go. Okay. Bis an hier da hinten komme ich nicht ran, aber ich komme an den ran. Hi. Let's go. So viel zum Thema, ich treff nicht. Nur weil du es zweimal getroffen hast, ne? Oh, was passiert jetzt? Ich überlege, ob ich die shatter, aber ich glaube, ich muss nicht. Warum leuchtet deine Hand eigentlich so krass die ganze Zeit? Weil er eine Intention hat. Ich mach's einfach trotzdem. Okay. Oh, beide geschafft. Das ist unlucky. Okay, jetzt ist nur noch Blitz um dich rum. Was bist du bitte für ein krasser Sorcerer? Der ist ein, er kann jetzt fliegen, glaube ich, weil du, genau. Ach, lol. Okay. Ja, gute Entscheidung. Gut, nice. gut. Was bedeutet seelenlos? Dem geht's nicht so gut. Na gut. Perfekt. Der kann keine Bonus-Actions und Reactions nehmen. Uff. Okay. Ich habe keine... da ich meine Action schon genutzt habe, habe ich jetzt nur noch Bonus-Action. Der Zorn bricht jetzt schon aus, right? Bei denen. Das wird... Ja, schade. Kann ich jetzt meinen Zug beenden? Seid ihr alle fertig? Wir sind alle dran, ja. Kannst du. Mhm. Oh mein Let's Gott. Go. Aui. Ajo. Miese Kröte. Wenn du 7 wegmachen kannst, kann ich den hinter dir wegmachen. Mhm. Oh, wow. Oh, no. Oh, no. Also, das so viel zum Thema, ich kann nicht treffen. Ach, Ruhe. Und du sagst, ey, nur weil du jetzt zweimal getroffen hast. Hast du auch nicht getroffen, okay? Ja, das stimmt schon. Das ja. Aua, uff. Auf mich. So. Ich bin klein. Das ist auch Karma. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, da hinten ist auf jeden Fall was los in der Backline. Ja. Ja. Bei den nächsten Turnen werden die alle dreimal attacken können. Stimmt, wegen dieser komischen Wut, oder? Genau, wegen der Raserei. Das wird sehr unangenehm. Was haben die für einen Wisdom Save? 12 plus. Plus 1. Ja. Okay, wer ist gleich dran? Du und du. Okay. Der hier drüben kümmert sich ja die Flint drum. Ich könnte entweder zwei von denen da hinten versuchen zu hold personen oder einen Shatter in alle drei reinmachen. Ja. Shatter alle drei, oder? Ich denke, dann könnt ihr die finishen vielleicht, bevor sie dran sind. Das klingt schon gut. Ich habe nicht genug. Ich vertraue dir. Sorry. Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß ich, ob du hier raufspringen kannst und dann von da aus. Vielleicht. Maybe. Ja, der will, dass ich in Mini-Range laufe. Bin ich geblindet? Nee, ne? Naja.
Doch, die Range reicht locker, wenn ich... Das ist wahrscheinlich nur so ein Anzeigefehler. Ja, geht. Das war nur wegen dem Berg vor mir. Hell yeah. Oh, wow. 19. Das war nice. Das war krass. Good job. Ryan, I'm out. Well done. Tschüss. Bye. Oh no. So. Ja, man kann sie sich selber töten lassen. Das ist richtig sick. Ja, achte darauf, dass du beim nächsten nicht down gehst, ne? Wenn die jetzt... Ja, das würde ich... Muss mal ganz kurz gucken, wie viel Reichweite ich habe. Okay, das Ziel ist aus der Sichtweite. Wie ist der aus der Sichtweite? Das kann mir niemand erzählen. Der Baum ist im Weg. Das Gebüsch ist im Weg. Ich habe keine Ahnung, auf wen du zielen möchtest. Ja, der hintere, aber ich glaube, da ist wirklich das Gebüsch einfach im Weg. Dann ist das natürlich nicht so optimal. Ja. Dann sage ich nur dem Ersten, dass er seine Waffe droppen. Perfekt. Ja, mach dich weg. Ich bin halt ein Gnom, ne? Die haben nicht so viel Bewegungsreichweite wie alle anderen. Oh, das beeinflusst das deine Stats? Ach so, ich dachte wegen dem Shapeshifting, aber weil du bist von Natur aus Gnom. Ich bin in der Tat von Natur aus Gnom. Ja. 55 habe ich. Ich versuch's mal. Ja. Oh boy. Kritischer Fehlschlag. Und ich habe nicht meine Bonus-Action. What the fuck? War das gerade eine 1 oder was? Aha. Ich habe einfach eine 1 gewürfelt. Ich muss hier weg übrigens. Also ich kann hier nicht stehen bleiben. Wenn ich hier stehen bleibe, bin ich gleich tot. Mir ist zuerst dran. D ist dran. Das ist dran. Dann kommst du. Okay, ich bleibe hier stehen. Chai, du musst jetzt aber treffen. Ich versuch's, ne? Nice. Na, guck mal. Ich habe halt nur 55%. Oh, einer noch. I'm sorry. Ist trotzdem gut, 9 Damage ist gut. Hit. Ja, true. Oh, der hat jetzt noch 2 HP. Jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's sehr unangenehm, ja. Oh mein Gott! Ja, jetzt kommen 3, jetzt richtig schlecht. Ja. Jetzt wird's richtig schlecht, jetzt gehe ich down. Nee. Der kommt auf mich. Guck mal, jetzt haben sich das. Hell yeah. Easy. Yeah. Oh. Still in it. Stealing it. Okay. Ich mach den hier vorne weg mit Magic Missile, dann müsst ihr euch um den nicht mehr prügeln. Ich weiß halt nicht, ob ich glaube, der hier unten ist es nicht mehr worth. Ich glaube, der unten ist echt nicht mehr worth. Kommst du an die oben irgendwie ran, nochmal mit einem Shatter oder sowas? Ich habe keine Space Notes. Haben wir Space Scrolls? Ach so, okay. Ich habe die alle gegeben. Wir haben keinen Shatter Scroll. Du könntest sonst auch, weil du vorhin von den leeren Nullen geredet hast, eine irgendwie so werfen, dass die runtergezogen werden. Das wäre auch witzig. Das kannst du auch probieren. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, weil du musst ihn ja irgendwo gegenwerfen. Also ich hätte halt gesagt, dass ich Magic Missile splitte. Einen auf den vor euch, dann ist der for free tot und die anderen 2 auf einen oben. Dann müsst ihr eure Action auf den nicht wasten unten. Ja, okay. Das ist true. Dann go for it. Ich muss nur gucken, ob ich die in Range bekomme. Ja, kriege ich. Okay. So. One for you. Two for you. Okay. Hier hat er hier hinten noch.
Wie verstecke ich mich denn, wenn ihr jetzt hier... Oh Gott. Du bist in Dingsranken reingeflogen. Kein Problem. Ich will einfach nicht in Schusslinie sein. Oh, das ist nicht so gut. Du bist der Einzige von uns, der noch Full HP ist. Ich habe versucht hochzufliegen, aber das ging nicht. Sonst hätten die beide Disadvantage. Okay. Das ist halt sehr risky. Aber auch. Haben wir gleich vielleicht den Paladin-Heal von dem Oath? Ja, ich werde gleich heilen. Ich muss heilen. Dann müsst ihr zusammenstehen. Das heißt, ihr müsst bei mir stehen, ja? Ja. Okay, Jaya, du machst das. Ach du Scheiße. Ja, cool. Also du hast eine Armor-Class, die jetzt plus 3 höher ist. Mhm. Das ist schon... Ich weiß halt nicht, ob ich an die da oben rankomme. Ich habe recht viel Bewegungsreichweite, aber es könnte knapp werden. Mit dem Heiligtum kannst du. Mit dem Heiligtum kannst du nicht getroffen werden, ne? So, lass mich jetzt erstmal. Ja. Warte mal. Hey, hier. Gleißendes Heilen. Warte, ich gehe mal ein bisschen hier rein. Geil. Nice. So, und wenn ihr jetzt noch einen Zug hier drin bleibt, dann kriegt ihr nochmal eine. Das ist cool. Ich stelle mich jetzt aber hier runter. Also ich... Warte mal, kann ich denn auf irgendwas schießen? Ich schieße jetzt einfach mal auf den hier. Hell yeah! Nice. It's down. So, und ich stelle mich jetzt hier einfach mal unten hin. Und hoffe das Beste. Ich schieße gleich durch den Stein. Ja, das wäre sehr unangenehm. Okay, Zug Ben. Oh mein Gott. Ist down. Okay. R2D20 gleich 34. Wir müssen die am Ende auch bekämpfen, ne? Also ich würde da oben rankommen. Dankeschön, Trooper. Ich glaube, das solltest du nicht. Ich glaube, das solltest du nicht. 34 Mal, ich danke dir. Okay. Ich glaube, das sollten wir der Dings... Wir bleiben einfach Dev. Du kannst... Und übernehmen. Du kannst eine, so eine Flask werfen, eine Alchemist's Fire oder sowas. Ich habe, warte mal, ich habe in meinem Inventar Wyvern Gift. Aber da musst du eine Waffe mit. Draw Gift, muss eine Waffe. Warte. Ich hab heiliges Wasser. Wir haben 3 Alchemist's Fire. Kannst du dir aus der Hand. Ich habe ein abgetrenntes Bein, falls du das möchtest. Also, der ist stark, actually, glaube ich. Das Nicht? Sind doch keine Untoten. Oh, warum hast du denn jetzt heiliges Wasser auf Null geworfen? Weil ich einfach auf den Schaden geguckt habe und nicht aufgepasst habe. I'm sorry. Wenn ihr die gerochen hättet, wüsstet ihr warum. Aber, egal, ich geh jetzt hier rüber und wir warten. Ja, jetzt einfach, jetzt kommt, jetzt zum Heiler gehen. Oh mein Gott. What? 18er Armor Class. Plus 3 Armor Class. Das ist von echt Shield of Faith, war super. Shield of Faith. What is... Und hallo, Entschuldigung? Oh mein Gott. Da kommt der Heal. Da ist der Klatsch. Übergut. Und jetzt bin ich blockt, weil sie vor mir steht. Ich komme hier nicht raus. Kannst du springen? Ja. Faith jetzt gone. Verzeihung. Ja, also ich kann den unten for free töten, rein theoretisch. Mach doch. Dann konzentriere ich lieber auf ihn oben, weil den unten kriege ich auch. Okay. Aber es... Nevermind, vergiss es. Da oben ist so weit weg, da komme ich nicht mal hoch. Ein bisschen. Ich kann ihn nicht treffen. Der Stein ist zu... Warte, ich renne noch mehr. Zu steil. Jetzt geht's. Okay. Was macht denn jetzt unser Gnom? Ich kann nicht gehittet werden, also alles gut. Ich warte, bis Snow fertig ist und dann mache ich meinen Zug. Okay. Ich versuche jetzt mal hier... Kannst du nicht außen rumlaufen jetzt, weil Snow weg ist? Okay. Oh mein Gott. Ja. So ein Ding ist das. Oh mein Gott, du tust mir so leid. Ich möchte nicht darüber reden. Ja. Ja, guck mal, nett von ihr. Ich möchte einfach nicht darüber reden. Jetzt sollten wir langsam darüber nachdenken, das Vieh anzugreifen.
Ich glaube, du kannst gleich was viel Lustigeres machen. Okay, dann warten, machen wir es nicht. Wo soll ich hin? Was bedeutet ich glaube? 99%, aber ich will es dir nicht spoilern. Gut. Okay. Und beide, falls die 1% eintreten, kannst du gottlos auf Mutter gehen, aber ich glaube nicht, dass... Ich bin mir schon recht sicher. Okay, sagst du mir trotzdem noch, irgendwer, wo ich hin soll? Do your stuff, jump, push him. Na, ich komme nicht so weit. Leider. Kurz gucken. Leider ist er auch direkt nach dir dran. Oh, bald gucken wir mal. Lalalala. Hallo. Jetzt hat er Disadvantage, das ist nice. Na? Warte. Warte mal, ich muss mal noch ein Stückchen. Ah, kann ich nicht. Okay, never mind. Komm. Oh. Nice. Schade. Ja, ein bisschen weiter wäre schön gewesen. Kein Problem. Ja. Er ist einfach Simba. Oh. Ich möchte ihn runterschubsen. Es ist wirklich runterschubswert. Uff, 10. Er ist schubsready. Zu schwer zum Schubsen. Schade. Nein! Was ist, wenn du dich shapeshiftest? Kannst du das als... Nee, das geht leider nicht. So schade. I wish, though. Schubsen ist eine Bonus-Action? Ja, Schubsen ist eine Bonus-Action. Oh nein. Und ich kann nicht, weil ich zu schwach und zu klein bin. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich würde einfach hier stehen bleiben. Ich kann auch nichts machen. Die Arme kommt ja auch noch hoch und so. Wir bereiten uns vor. Ja, gut. Ich versuch's auch gar nicht erst. Das war's so ein krasser Schuss. Oh mein Gott. Wann hat die denn im Range-Waffe? Warte mal, warum bin ich... Oder haben wir alle... Nee, du bist. Kontrolle über den Geist. Oh, nee. Mentale Angriff. Okay, was wollt ihr? Ja. Klar. Wisdom, warte, nimm noch meine Dings dazu. Nimm meine. Nein, nimm meine. Oh Gott sei Dank. Die war actually notwendig. Ups. Klatsch. Kein Problem. Warte mal, was passiert jetzt? Her tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of her brain tears and splits. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull, but she still resists. Oh mein Gott, what the fuck? Oh my God. Ja, das ist Let's go! Okay. Oh, Wisdom 15. Oh. Nein! Haben wir noch eine. Nee, wir haben keine. Wir haben alle beim Hund verbrannt. Oh mein Gott, true, wir haben alle. Egal. Oh nein. Ist nicht schlimm, ist mehr XP für uns. Ja, die ist Level 5. Ich hab's gern gesehen. Manu, es tut mir leid. Ist nicht schlimm. The connection and prepares to attack. Oh no. Oh no. Oh, Zoe ist nicht in Combat. Das ist cool. Oh no. Oh, please don't. Aua. Für 600 Gold hier übernehmen. Holy shit. Oh no. Wartet ganz kurz. Klar. Ist das... Bin wartend. Das ist ein Fiend. Ah, lol, Hold Person geht trotzdem, aber nur 35%. 95% nur? Aha. 30, 35. Ach so. Okay, dann mal Moment. Also ich kann das versuchen, das wäre aber nicht gerne. Nee, das ist... Dann gehen wir lieber für Damage Flat. Ja. Okay. Klar. Oh Gott.
würde versuchen, es sind 50% Chance, sie umzuschubsen. Das wäre jetzt... Das wäre gut. Peak, wenn das klappen könnte. Ja, wenn ich... Ja, okay, oder halt... Jesus, Godzilla! Was schreit sie so? Sie von da oben nicht attacken. Das war ja belastend. Verstehe. Schade. Wäre halt echt geil gewesen, wenn sie liegen würde, weil dann wäre es easy. Oh mein Gott. Das war geil. Tschüss! Well, 15 nice. Damage. Nice. Not bad. Yeet. 50 hat sie. Bart, kannst du zu mir rüberlaufen? Ich habe nochmal 15 reingedrückt. Klar. Die ist also quasi ich kann tot. Bis hier laufen. Ja. Ja, komm her. Okay, dann mache ich das. Okay. Was ist mein eigener? Warte mal, was? Oh, scheiße, ich kann Helles Gleisen gar nicht machen. Oh. Egal. Ja, die wird halt einfach gleich dreimal attacken, das ist gut. Selbst wenn. Ich fliege einfach runter und hoch. Kann ich ihr nicht sagen, sie soll... Katzenbuckel heißt liegend, ne? Yes. Oh, hohe Verteidigung. Ich weiß halt nicht, ob wir das brauchen. Ich glaube, sie wird halt... Wenn sie jetzt hochkommt, schubst du sie einfach nochmal runter. Ich nehme den Damage einfach und das ist gut. Nice. Okay, das ist jetzt schon sehr gut. Die ist fast tot. Ja. Ja, scheiße. Jetzt ist sie wieder dran. Oh mein Gott. Sag ich ja, kein Problem. What the fuck? Oh nein. Nein. Oh. 13 HP hat sie okay, jetzt. Okay, okay, das geht. Okay. Gib dir alles. Try me. Huh. Huh. Ich habe leider nicht so viel Reichweite, ich kann kommen. Schade. Ja, ich wollte nicht unbedingt an sie ran. Gott. I don't know what. Mach ich auch nicht. Hast du noch was? Hat noch irgendwer was? Mm-mm. Ich würde mir ja, nur Fernkampf. Okay. Ich leider nicht. Also ich mach Fernkampf jetzt. Ja, mach mal. Ich treff sie einfach nicht. Ich habe noch nie bei ihr getroffen tatsächlich. Ja. Mein Treit. Oh. Ja. Das 4 HP. 4 HP, okay, let's go. Die frisst jetzt halt leider nochmal einen. Du musst noch beenden, ja. Nee, ich hatte geholt, aber vielleicht. Nee. Oh mein Gott! Sie spielt jetzt Whack-a-Mole. Oh, zieht die Köpfe ein. Das waren einfach schöne 34 Damage in der Mitte. Ja, die vier letzten Schaden schafft er. Aha. Ich kann dir, ich werde aufsparen, damit ich weiß, ob ich am Ende helfen muss. Ja, ja. Ey, egal, was ich. Ey, das ist ja hier nicht die. Ach, egal. Och. Okay. Ja, das, nein. Magic Missile it is, Alter. Willst du es zuerst versuchen? Wenn du nicht triffst, nicht, dann kill ich sie zu 100%. Okay, okay, ich versuch's. Schaffst du. Let's go! Ja. Kein Problem. By the gods. Dankeschön. You're a sweet sight. Das war doch super. Oh, die leben noch. Oh, das habe ich auch noch nicht geschafft. Damn it. Chat Bart war down, oder? Fast keiner hat auf Bart gewettet, das ist krass. Wer auch immer gewettet hat, kriegt jetzt übel viele Points.
Also wir können. Also wir können nicht noch gegen sie kämpfen, wir sind am Sack, Alter. Ja, stimmt leider. Es war schon sehr verlockend, bin ich ehrlich. Ach, du bist full life. Joaquin's rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door, Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Huh. danke, I guess. Ja, ich werde nicht, also ganz ehrlich, die ganzen Optionen sind alle nicht so geil, wenn wir die jetzt nicht noch gegen uns aufbringen wollen. Deshalb würde ich, glaube ich, einfach gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhaben würdet. Ey, mach was auch immer. Sascha, ich finde das was, was. Ich finde alles Sascha witzig, aber. Just mach, was Sascha tun würde. Tu, was Bo tun würde. Nein. Nein! Bye, Bragos. We got you, no worries. Nicht Bo, nicht was Bo tun würde. Oh? Oh, oh. Nein! Oh. Mann, was für Glück ist nicht auf meiner Seite. I don't think so. You sound rattled. Those gnolls put up quite a fight. Naja, er hat recht, ne? We'll be taking... Oh mein Gott! Bruder, ich hab... Jokes on you, wir haben kaum noch was. Ich hab 3 Gold! 3! You can have it! Ich hab 3 Gold! Das ist jetzt gerade nicht passiert. Oh, ich weine! Bei uns ist gerade einer gestorben. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, ja, weil apparently der mich abgefackelt hat und ich nicht in Combat war. Ja, und dadurch bin ich einfach verbrannt. Er hat auf Sascha geworfen und du warst daneben. Also Sascha, wir müssen... dringend drüber reden. Wir müssen nach. Ganz gerne mit dir selber reden. Danke. Wollen wir rennen? Wir brauchen einen Plan. Moment. Ach so, okay. Ich würde jetzt einfach rennen, glaube ich. Nein, müssen wir nicht, glaube ich. Das sind nur 2 Leute. Wir müssen nur überlegen, wie wir Vectus wieder hochziehen. Hast du gerade gesagt, ich kann mit mir selber reden? Nein. So, jetzt habe ich hier hinten halt einen. Das Problem ist, wenn ich rangehe, kann mich der hinten treffen. Ja. Tja, das ist jetzt natürlich ganz lame. Was ist denn, wenn du den Charakter jetzt einfach tot lässt und einen neuen Custom-Charakter machst? Wir können ihn ja retten. Ich könnte ihn retten. Nee. Was ist denn, wenn das jetzt unser... Das ist jetzt ein Zeichen. Ach so. Ich glaube, das geht nicht. Das war das, was ich vorhin meinte. Ich meine, ich könnte versuchen, den Heierling zu übernehmen und dann... I guess... Was soll ich machen? Soll ich reingehen? Soll ich draußen bleiben? Der ist Stufe 4. Der ist... Range. Ich würde reingehen, dass der Disadvantage... Oh, warte. Wobei, wenn wir Glück haben, der muss... Der da drinnen ist auch Range. Wenn wir Glück haben, muss der dashen, wenn wir hier bleiben. Ja, dann lass uns hier oben bleiben. Da haben wir auch High Ground gegen Low Ground. Das gewinnt immer. Dann bleibe ich oben. Kannst du... Oh, shit. Snow. Kann ich was? Was kann ich? Vectus aufheben und da oben mit hinwerfen. Dann können wir den retten. Nee, ah, du kann kannst ihn eine Area auswählen. Bei was denn? Shaya macht's, glaube ich, gerade. Achso, wir haben ja Dings, ja. Ja. Also wollen wir das denn? Ja, warum nicht? Guten Morgen. Hallo, ich habe keine Aktion und bin auch... Ah, doch, habe ich. Gut. Ey, auch gut. Ey, wenn der jetzt nochmal einen Alchemistenfeuer wirft, ne? Wir stehen halt wieder zusammen. Nö, kein Problem. Nee. Tschüss. Kein Problem. Ich kann nicht. Ich gehe ein bisschen nach vorne tatsächlich. Okay. Also sein Movement ist ein bisschen weniger. Bart, denk daran, dass du ein HP hast. Bitte heilen. Ja. Ich glaube nicht, dass Heilen so viel bringt. Ich glaube, der wird mich trotzdem one-hitten. Ist nicht schlimm. Ja, deswegen. Hier ist es auch nicht. Deswegen würde ich eher sagen, ich mache einfach Damage, damit es ein bisschen passiert. Perfekt. Oder ich mache nichts und laufe hier oben hin. Selbst wenn er dich downt, dann bist du halt nur dying. Dann können wir dich hochholen. Richtig. Und ich verbrenne nicht. Okay, das mit dem Dash hat funktioniert.
Neues. Ich bin feuerresistent, du Vollidiot. Oh nein, da lag unser heiliges Wasser. Es ist jetzt weg. Shut up. So, jetzt ist die Frage. Pauli hat nur 12 HP. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass ihr mir was auch immer helft, wenn ich hier runtergehe und dem übelst aufs Maul haue. Hau ihm übel aufs Maul. Wow! Nice, das war übel. Pauli is dead. We taking your money. So, was laberst du, Bitch? Nice. Ich kann auf jeden Fall. Ran, jetzt musst du auf jeden Fall an ihn ran, weil ich. Der wird. Passt aber auf dieses Alchemistenfeuer auf, ne? Nicht bei mir. Good job. Tja. Das war wirklich der tierisch auf die Fresse bekommen gerade. Was machst du jetzt, Rugen? Hm. Er weicht aus. Ja. Oh mein Gott! Okay, die Uno Reverse Card. Bruder, was war denn jetzt? Komm mit der plus 4 drauf, Alter! Digga, was? Oh mein Gott, das war ja wild. So, wir leben alle noch. Ja. Ja, mir geht's gut. Ist irgendwer Gnoll-Fleischfresser? Ist wirklich nur noch ein Ohr drüber. Ich glaube, ein paar Ohren können wir dazu einsammeln. Da kann ich ein bisschen kochen. Der hat Gold. Kämpft jetzt habe ich auch Gold. Mit einem Flegel. Nein. Na. Gesundheit. 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 Ich glaube, du kannst den Flegel nehmen, wenn du ihn willst. Ich mach mal eine. Sollen wir eine Short Rest machen? Ja, bitte. Ich denke, ja. Ich sage euch ehrlich, ich habe noch einen Spacelord. Ich habe auch noch einen. Ey, das war aber ein krasser Kampf. War gut. Das war übel krank. Wir haben gerade Level 5er besiegt. Ja, das war sehr krass. Und ich brenne, weil Sascha im Weg steht. Hallo? Du stehst halt legit in der Mitte. Du hast das Springen so schön geübt, ne? Ich wollte, dass du das jetzt auch mal anwendest. Ich springe die ganze Zeit. Wer will die Truhe? Ich glaube, wir müssen die Truhe mitnehmen. Die können wir nicht aufmachen, glaube ich. Weil wir können die aufmachen oder mitnehmen und die Zentarin geben. Das habe ich noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Soll ich sie mitnehmen? Ja, why not? Also, ich weiß nicht, wer von uns die Perks hat, um das zu machen. Ich glaube, es unser Barde mit Geschicklichkeit ist gone. Ich habe Sleight of Hand. Hm. Ja, dann. Naja, versuch sie aufzumachen, aber... Kann ich machen, aber dann werden die Zentarim uns boxen wollen. Aber das ist ja nicht schlimm. Also ich hab ist das denn problematisch? Nö, wir boxen einfach zurück. Ey, wir können dir doch sagen, wir haben die nicht. 6. Okay. Nur damit ihr es wisst. Hä? Warte mal, was? Dann mach du, dann mach du, dann mach du. Nee, ich wollte nur wissen, wir müssen nur wissen, was wir machen vorher. Okay. Mach auf. Ich will nicht wissen, wer das macht, ich will wissen, was wir machen. Was wir machen, nicht wer es macht. Was wir machen. Machen wir sie auf oder nehmen wir sie mit? Auf. Ich würde sie auch aufmachen. Okay. Ich kann sie aufmachen. Dann nehmen wir sie mit. Die haben uns gerade angegriffen. Nein, wir machen sie auf. Diese Lootgeilen, die wollten uns umbringen. Wir haben gerade gesagt, wir nehmen uns euer Gold und dann nehmen wir es nicht. Das wäre ja auf. Good job. 9. Hey, was soll das jetzt? Das heißt hier good job. Ich habe noch einen zweiten Versuch. Ein bisschen mehr Glaube bitte, auch wenn ich ein neues Gruppenmitglied bin. Aua. Entschuldigen Sie da oben? So, what the fuck tust du da? Ich versuche eine Kiste zu öffnen. Ja, hier ist eine Eisenflasche drin. Wenn jemand möchte, dann nehmt euch die gerne. Eisenflasche? Ja. Ich sage nicht, was da drin ist. Was die? Sag ich nicht. Die beinhaltet irgendwas. Irgendwas Heißes, Warmes. Flasche, die Freunde und Feinde enthalten. Macht vermutlich Ersteres zu Letzterem. Wir kriegen keinen Loot hier drauf?
Oh, ich weiß, was die macht. Oh, das ist cool. Okay, ja, egal. Ich fänd's cool. Ich sag da nichts zu. Macht vermutlich Freunde zu Feinden. Ohne Kind. Soll ich dir helfen beim Aufmachen? Ich habe ihr 15 HP, 10 Schaden zugefügt, weil ich sie rumgeworfen habe. Perfekt. Oh mein Gott. Die so, die Tür, die ist offen. Oh. Ja, Griff der Vernunft. Das wäre gut gewesen, wenn ihr den vorher gehabt hättet. What the fuck? Was ist? Ich fand mich sehr vernünftig. Ja. Was denn? Ich komme nicht mehr rüber. Das Problem hatte ich tatsächlich an der Stelle auch. Ist nicht schlimm. Ich finde das auch sehr entspannt bisher. Flieg. Flieg und Sieg. Oh. Hä? Achso, du musstest einen Zauber machen, damit du fliegen kannst. Ja. Yeah. Der letzte Spellslot. So, wollen wir wieder eine Longrest machen, ja, oder was? Bitte. Hey. Ach, ihr habt doch irgendwas, was simpel ist. Habt ihr doch safe noch nicht gemacht. Naja, so, wir müssen zu dem Feuer. Wir müssen zu dem, also zu dem Feuerscheiß. Feuerscheiß? Was ist der Feuerscheiß bei dir? Die Flaming Fist Hacienda. Okay. Ja, also das schaffen wir so, wie wir jetzt drauf sind, bestimmt nicht. Oder wir probieren es einfach. Was denn? Eine Stufe 1 dort habe ich noch. Also ich habe ja vier Keypunkte. Da ist ja kein Kampf, also wir können das schon mitnehmen. Achso, ist da kein Kampf, ja. Dann. Also komm mal bitte erstmal alle zu mir. Ja. Alle bei mir bitte stehen. Neben dir. Achso, warum bin ich über... Nice. Jetzt würde ich nie wieder hören, wenn ich ständig nach meiner Longrest jammer. Und noch eins. Okay. Geht nur mit Kisten, ja, ich hab's gemerkt. Nicht schlecht. Oh, wir sind fast Level 4. Oh, geil. Ja. Bart ist Cleric. So, wenn wir jetzt hier rüber gehen und vorne an das Haus, dann ist da dieses komische... brennende Gebäude, glaube ich. Ja. Links, rechts, links. Oh Gott, wir haben unseren Gnomen verloren. Hier oben lang. Der Gnome sammelt noch Kräuter. Man weiß ja nicht. Oh, ein bisschen Blümchen pflücken. Ach, schön. Genau. Ja. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwie einen Bärenbaum. Wahrscheinlich, weil da ein Bär ist. Ich hab den gesucht. Auf dich warten. Ich sehe keinen Bären. Ich hab den so lange gesucht und der existiert einfach nicht. Oh, man hört den einfach nur, oder? Ja. Krass. Wir sind unter der Straße. Naja, ich bin hier oben über euch. Wie schon zu Lebzeiten. Toller Herbstkrokus. So, wollen wir rein? Ja. Okay. Scheiße. I'm right back. Ich helfe mal den Leuten da hinten. Mhm. Den flammenden Fäusten helfen sie anfeuern. Vorwärts! Paladin und Stärke. Oh mein Gott, was habe ich denn hier für einen Bonus drauf? Let's go. Eingetreten. Easy. Inside, hurry. We don't have much time. Not bad. Ihr macht das sehr gut. Gott.
Ich nehme mal den Kartoffelbrei mit. Brennst dafür durch Feuer. Bevor alles verbrennt, das ist wichtig. Oh, und wir müssen hier die eine Person retten, die hier irgendwo eingesperrt ist, ne? Ja, genau. Yeah. Someone help. Zwei können wir sogar retten. Ja. Ein Member. Die Tür sollten wir, glaube ich, schon nicht öffnen. Hier müssen wir auch rein, oder? Ja, aber... wenn... ja, das ist... das war ja genau... Wo bin ich? Ah, hier drüben. So, naja, ich kann heilen, kein Problem, Digga. Das ist kein Ziel. Ja, das wird natürlich super. Ach, das kriegst du hin. Minus eins. Oh, hell yeah. Easy. Guck mich an. Du bist wie eine werdende Mutter, die einfach... Oder eine Mutter, die dann halt ihre Kräfte erst entwickelt. Menschen mittleren Alters haben immer Muttergefühle. Ihr seid auf euch allein gestellt. Right. I'll try to keep up. Aha, okay. Yeah. Wir können hier durch. Ja, wenn wir die Tür da irgendwie wegkriegen, dann... ich kann das machen. Let's get this over with. So, ja. Perfekt. Optimal. Wir haben ihn gerettet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ist auch nicht. Weiß ich nicht, weil du einmal durch die halbe Villa geschleudert wurdest. Ach, ich bin Paladin. Ja, meine Aufgabe ist es, durch die Gegend geschleudert zu werden. Ich hatte kurz ein wenig Sorge. Was jetzt? Müssen wir noch was, warum ist er so down? Trauert. Weil er trauert. Hier liegt seine Frau. Ein bisschen mehr Respekt, bitte. Ich wusste es noch nicht. Ich bin Paladin. Ich bin unvoreingenommen. Ja, außer bei Tiefling. Du kannst nicht. Ich muss sagen, ich bin Paladin. Und das ist schuldig, was du tust. Das ist meine vergangenes Ich, Snow. Mein besseres, nicht Oathbreaker gebrokenes Ich. Verstehe. Ist mit Paladin im Reinen. I was in our room. We had a fight. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here. I'm sorry, Miri. I'm so sorry. Please, just go. I need a moment with her. Okay. Ihr könnt... Können wir mit ihr reden? Also yeah. Mit Toten? Kann yeah. Irgendwer mit Toten sprechen? Ich kann mit Toten reden. Ich warte mal, wollen wir das jetzt? Yeah! Ich bin Paladin, ich kann mich diesem unchristlichen Verhalten nicht anschließen. Nein, das ist was Gutes. Okay, ich bin Kleriker. Ich sehe zu. Ich werde dieses unchristliche Verhalten komplett durchziehen. In nomine Patriae Spiritu, auferstehe. You're a medium? You're gonna speak to her? Could you? Oh, das habe ich noch nie gesehen. Ask her something for me. Klar, was soll ich fragen? The dowry. Wo ist das Geld? Wo? Oh mein Gott! Miri had it when she ran out. Oh, schön. Wow. Ja. Da haben wir stehen, genau die Frage. Dowry for sister in barn. The barn? She must mean one of the empty buildings behind the inn. I trust you to get it for me. I can't leave her. The corpse regards you lifelessly. Was habt ihr? Wie seid ihr Eltergard. Traveling. Sister's wedding. Wir können gerne auch fragen, wie sie gestorben ist. Wir haben ja. Na klar, ich will alle Details wissen. Also ich bin Paladin, ich will das nicht. Der Spieler will das wissen. Der Paladin denkt sich, bleib fragen, was tut ihr da? Inside. Door. Locked. Trapped. No way. Yet. No way! Wo ist Benrin? Inside. Room. Top floor. Und wer
Wer seid ihr? Nur für den Fall, dass es das vielleicht eine Verwechslung ist. Nee, das keine Verwechslung. Farmer, die jüngste Tochter der Familie Farmer. Okay. Ja. Hier hinten ist diese Dings, ne? Kann mir jemand hier helfen? Wir haben hier in diesem brennenden Haus noch eine Kiste. Aber du bist doch Feuer, also sicher. Was willst du denn? Es gibt auf diesem, jetzt habe ich gesehen, wo wir reingekommen sind. Es gibt hier eine Menge Wasserfässer. Wir können sonst auch Wasserfässer nehmen. Oh, du willst das löschen, oder was? Ich will die zwei Kisten in dem Hinterzimmer haben. Ich meine, in einer ist ein Hammer. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen, aber Loot ist Loot. Richtig. Ich habe ein Ölfass dabei. Ja, das Problem ist, Sascha, wir kommen hier nicht durch, oder? So funktioniert das nicht. Wir können hier durch, glaube ich. Ja. Ich renne mal also wieder zur Welchen Weg wollt ihr denn wählen? Wollt ihr den durch die Tür nehmen? Ich glaube, der ist kürzer. Oh mein Gott, warte mal, was? Nee, doch nicht. Tja, die Frage ist jetzt, wo kommen wir da am besten rein, ne? Ich denke von der Seite, durch die wir eben auch reingegangen sind. Okay. Ist am besten. So, ich bin ein bisschen langsam. Es tut mir sehr leid. Fresh air. At last. Wer bist du? Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Hat die gerade gesagt, dass du keine Haare auf dem Kopf hast, oder was? Takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Der Großherzog. Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Wenn ich das hier aufmache, sollte nichts passieren. Report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. Wie ist das Feuer entstanden? I must ask again for your aid. Ich glaube durch den irgendwie Drow Raid, oder? Rescue Ravengard from his Drow captors. Meinst du ursprünglich oder das Feuer oben drin? May I trust you'll see it through? Ja gut, jetzt. Ja. Kein Problem. Denk an deinen Status. A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. By the time aid arrives, wie cool sieht denn Europa eigentlich aus? You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me, I can count on you. Kann die dir nicht ansehen, dass du Tiefling bist, oder was? Okay, wir retten ihn. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Oh. Go. You should pick up the Drow trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Seht ihr gerade das Loot-Dings oder sehe nur ich das? Was? Okay, du siehst es nur. Ach so, welche, was du bekommst, so Stab und so, ne? Yeah, es gibt drei Sachen. Es gibt einen Dreizack, einen Bogen und einen Stab. Okay. Ich glaube, der Stab ist das Krasseste. Ich bin mir aber nicht sicher. Bogen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dreizack brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Dann würde ich mir den nehmen, wenn keiner was dagegen hat. Na ja. So nehme er sich. So gönne er sich unvoreingenommen. Das ist nämlich ein Lightning. Für wahr. Und ich bin, das ist mein ganzes Theme. Hell yeah. Ah, verstehe. So, wo willst du hin? Hier oben. Also hier ist noch die Küche, die können wir leer machen für den ganzen Proviant rein theoretisch. Ja, ich habe den Hammer gefunden. Bist du denn jetzt so schnell dahin gekommen? Wenn der Träger springt, bewirkt er Schallschaden beim Landen. Ah, du bist schon da. Oha. Das ist eigentlich, wäre das voll geil für Stay, aber er hat schon das bessere Schwert. Ich habe schon das bessere Schwert, ja. Essen!
Diese Leute. Ich hätte das gerne mitgenommen. Das sind einfach so. Hä, das war, ich habe nur das Wasser weggemacht. Ja, das damit ich gerne das hier nicht mitgenommen, brennt. Das Fass. Du hättest das Wasserfass gerne mitgenommen? Hier ist noch eins, hier ist noch eins, Schein. Ja, juhu! hä? Da auch. Ah ja. Auf jeden. Einfach diese vier ächzenden Leute. Oh, jetzt habe ich ein Hauptsache Wasserfass Loot. Und ein Ölfass dabei. Prioritäten, okay? Also falls ihr jemals Wasser oder Öl braucht, I got you. Also als du eben Öl auf das Feuer werfen wolltest, bin ich mir nicht sicher, ob du das haben solltest. Perfekt. Also ich verstehe das Problem jetzt nicht. Gegner töten mit Springen. Oh. Braucht jemand Hilfe? Wir verlieren alle EP irgendwie. HP. War ein bisschen warm. Wir können halt direkt schon wieder, ne, also wir... Können schon wieder resten, ey. Na gut, der Knoll-Fight war auch extrem krank. Bart? Bart? Das Feuer breitet sich hier oben leider so ein bisschen aus, was ich nicht... Ja, er muss erst einen Rausweg finden, das geht nicht so leicht. Nee, das wird einfach größer. Oh mein Gott, das wird deutlich größer und ich weiß nicht warum. Ja. Bart? Ich bin gleich bei euch, keine Sorge. Ich muss nur diese Tür hier knacken, um lebendig rauszukommen. Wollen wir... Aber das kann ich, okay. Ja. ...gleich nach diesem Hochzeitsgift suchen und zu den Centaurinen schon mal gehen? Dann haben wir da den Weg. Ja. Das klingt einer guten Idee, ja. Ich würde sie aber noch nicht konfrontieren. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Hä? Ich habe nichts gesehen. Bist du draußen? Nee, wo bist du? Hä? Ich glaube, wir verlieren Bart. Nein, ihr verliert mich nicht. Hm, okay. Ich komme jetzt schon irgendwie wieder raus. Hier oben ist es noch ein Bild von dem Roten Prinz, das nämlich... Oh, hell yeah. Und hier draußen ist irgendwas gesehen habe. Ah ja, das ist super. Wenn du das da unten wegmachst, dann kann ich da einfach rausgehen. Mhm. Dachte ich mir. Ja. Oh mein Gott, Platsch! Keine Sorge, ich habe meinen Schallschaden beim Landen ausgemacht. Oh hell yeah. Hm. Dungeon Meshi kriegt eine zweite Staffel, Bart. Geil! Das ist nice. Geil. Das ist ein Anime, der ist übel. Delicious in Dungeon. Den würdest... Ich weiß, du magst kein Anime, aber das Theme würdest du feiern. Ja, klar. Das ist übel D&D. Ja, ja. Das ist praktisch an D&D. Das ist ein Cartoon, der würde selbst dir gefallen. Nein, Zeichentrick. So, warte mal, wir müssen jetzt erstmal dieses... Was sollen wir jetzt machen? Ich schlage vor, dass wir hier die Unterführung passieren und nach der Hochzeit mit Gift suchen. Okay. Ich würde nur einmal schnell hier hinten nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Wir können also ja... Diese Sackgasse. Wir können ja schon mal ein paar Schritte hier reingehen. Ich habe das Gefühl, wir sterben gleich alle einfach nur, weil wir die ganze Zeit Schaden nehmen. Nein. Schlüssel zur Suite. Hier oben rausgestürzt. Jump. So. Oh! Wie seid ihr hier rübergekommen, ohne Schaden zu kriegen? Ich habe den Verlobungsring. Ja. Sehr gut. Was möchtest du damit tun? Ihn verkaufen. Du möchtest ihn nicht zurückgeben. Aber der Paladin möchte ihn zurückgeben. Ehrenhaft. Und unbefleckt. Der ehrenhafte Paladin. Man kennt's. Der ehrenhafte. Ehre. Danach strebe ich. Sie erfüllt mein Herz. Stimmt, ein neues Dragon Ball Spiel kommt raus. Das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Cool. Ist Dragon Ball nicht auch ein Anime? Das ist ein Zeichentrick. Ich habe eure Mitgift hier. I know this doesn't change anything, but it helps. Thank you. I need some time alone with her to say goodbye.
Tja. So noch reines PvP? Nee, ich habe das, was ich bei dem in der Vorschau gesehen habe, sah eigentlich so aus, dass man das bis hin warte, zur... Warte. Was denn? Wegen dem Ochsen. Nicht, dass jemand ohne Animal Speak, sonst greift er uns an, oder? Ich habe Animal Speak. Ich hab gefragt, welcher Ochse? Ich sehe nur den Toten, aber ja, dahinter ist ja auch noch einer. Ich weiß nicht, ob Bart irgendwas sagt, der ist gemutet und sein Charakter steht da jetzt in so einer Judgy-Pose. Ja, sehr weird. Ich kann mit Tieren reden, Snow. Ich kann mit Tieren reden. Okay, dann geh ruhig. Siehst du nicht das Symbol neben meinem Charakter? Mit wollen wir vorher noch mal eine Portrait machen? Ah, nee, das ist entspannt. Guck mal, du hast 8 HP. Ich glaube, du solltest mit dem Tier reden. Das Symbol, das du hast, das heißt, du kannst mit Chicken Nuggets reden, aber ich weiß nicht, ob du mit dem Hühnchen reden kannst. Ja, ich weiß, hier, mit dem Ochsen kann ich reden. Also doch mit dem Ochsen. Ich rede mal mit dem Ochsen. Verängstigter Ochse. Monsters everywhere. Kill. Ich versuche den Mess zu beugen. Mhm. Bei Bragos, bleib ruhig bitte, Digga. Ruhe. Sehr gut. Wow, okay. Paladine funktionieren nur nach dem Mindestens-Prinzip. No, you're not. They were small like you, but uglier. I was ready to run you through. My mistake, friend. Was ist hier passiert? An Attack. Monsters. Little ones and taller ones. They took the shiny one. He killed many. Yes, it was screaming, waving around its metal. I made him stop screaming. Him? He was the biggest. Now I'm the biggest. Oh my God. Gut. Was für ein shiny Scheiß, von was für shiny Scheiß redet der? Ach, ich weiß, von wem er redet. Oder es geht doch um einen Wen, richtig? If I'm not completely wrong, dann weiß ich, von wem er spricht. Ich glaub schon. Warum schleicht die ganze Zeit Bart? Ich habe mich gerade hingehockt. Okay, was ist denn jetzt unsere Idee? Wirklich. Wir können da gerne reingehen, ich warte hier. Hier rein. Wie, du wartest warum hier? Wartest du hier? Ich gucke erst, was passiert. Ach, dann gehe ich halt vor. Da ist noch ein Ölfass. Der Kleriker, der zuerst rein muss. Oh, hier ist ein Ölfass. Und eine Menge Alkohol. Das ist aber nicht so intelligent, hier mit Feuer zu spielen. Möchtest du all diese Fässer eventuell mitnehmen, Shire? Kann die nicht mehr tragen. Kann nur zwei tragen, danach bin ich überladen. Nehmen wir einfach rechts, send to camp. Das ist voll die gute Idee, aber nee, dann muss ich ja immer im Lager. Ich bin irgendwie mit der Erwartungshaltung hier reingegangen, irgendwas zu hauen. Und jetzt ist es weg. Nevermind. Oh, eine Schaufel, brauchen wir eine Schaufel? So stehe ich jeden Morgen auf. Ich nicht, danke. Was, du bist mit der Erwartungshaltung aufgestanden, jemanden zu hauen, oder was? Jeden Morgen. Stufe 4. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht bereit dafür. Stehst du da und guckst mich so an? Also, ich würde auch vorschlagen, dass wir vielleicht einmal nächtigen. Alles meins. Ah nee, du hast einen Rest genommen. Machen wir jetzt einen Long Rest. Bewegen, oder? Ich finde, der Gnom hat eine sehr tolle Pose, in der normalerweise da steht. Okay. Ja, du machst es schon, ne? Ich bin im Lager. Weiter. Oh. Wenn wir in dieses Lager runtergehen, müssen wir uns wahrscheinlich mit den kloppen, oder? Nicht zwangsläufig.
Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen, to be honest. Doch, das schaffen wir. Aber nicht, wenn wir alle da stehen, wo, ne? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Nuri. Ich habe bisher immer den ehrenwerten Weg genommen. Und natürlich. Dann lieber Kai. Ja, genau. Ich habe da meinen ersten Honor Run verloren. Wirklich? Möchte jemand mit Wir können auch Richtung sprechen? Goblins gehen, oder? Was bist du so? Ob jemand mit Will sprechen will? Nee, mach du mal. Ach nee. Ich habe ein ungewöhnliches Schwert. Ach, das ist, glaube ich, von. Von unserem alten Barden. Das kann gut sein, ja. Ich schick's jetzt mal ins Lager. Warum habe ich ein Ölfass im Inventar? Naja, gut, ins Lager. Was ist denn jetzt hier mit diesem Eisenflasche, die Freunde und Feinde enthalten kann? Ich habe nochmal eine Wette aufgemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass nochmal jemand auf 0 HP fällt. Falls nicht, refunde ich nach der heutigen Session die Punkte. Falls doch, dann lol. Also ihr könnt wetten, wenn ihr möchtet. Ihr kennt die Regeln. Zu letzterem, dann wäre es Freunde zu Feinden. Ich werde Stay nichts zu der Flasche sagen. Wenn der das macht und ich die Schuld... Und wir haben hier, also die wissen, was passiert. Ich sag gar nicht im Lager. Jeder, der es nicht weiß, ich sag nichts. Achso, ihr seid im Lager. Ich sag nichts. Der Loot. Naja. So. Klar. Na klar. So, ich sag mal, beenden. Ich habe alles an Essen mitgenommen, was in diesem Keller noch drin war. Eine Menge Geld. Du siehst so nachdenklich aus. Oh mein Gott, no way. She's coming. Nein. Oh, let's go, Misura. Masurisia. Sie ist es. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Wer in den neuen Höllen seid ihr? Ihr seid ja ein leckeres Ding. You kept me a secret. Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Misura. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly. Ooh. And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Misura. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence and their torment. Oh no. Aber cool irgendwie. Hm. Ich wollte schon sagen. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo.
now. Let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Also ich oder was? Auf dir, ja. Our pact still stands. Tata. Warum ich denn immer? Tata. Weil du der Anführer von uns bist. Rein ich bin nicht der Anführer. Ich bin nur klein genug, dass ihr, dass ich trotzdem euch überstatte. Ja, tja, das ist jetzt schlecht für Will. Kann jemand mal mit Will reden? Der braucht das gerade. Ich nicht. Und ich bin's nicht. Dann rede ich mit Will. Ja. Shaya kann mit Karlach reden. Und Shaya redet mit Karlach. Oh, ich wollte zu Shadowheart gerade gehen. Oh. Just look at me. I did what was right. Aber ich kann auch mit Karlach reden, kein Problem. Ja, dann quatsche ich mit Karlach. Ich liebe Karlach. Karlach ist amazing. Karlach ist wirklich amazing. Such dir eine aus. Not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Tja, schade, Bill. Ich bin in Arcana nicht so gut. It's nothing. I swear. Da ist er. Das war's schon? Okay. Shaya. Klar. Oh mein Gott. Was denn? Ich guck gerade bei Shaya meinen Würfeln zu. Hast du mein Leben? Please. It's nothing. Let it rest. Ah! Oh, my girl! Something the matter? Hm. Ja, ich vertraue dir, Will, ne? Ach so. Könnte geht was? Warum kannst du Shaya zugucken? Ah, jetzt. Oh, was? Warum gehst du ihr denn so auf den Sack? Sag hin! Ach! Was? Also du wirfst doch keinen 18er Charisma-Wurf. Nee, natürlich nicht, aber man kann es ja versuchen. What makes you think I'm hiding anything? If I've something to share, I'll let you know. Tja. Manu. Tja, ich gebe dir mal Guidance nachträglich. Ach, danke. Ja, dann versuche ich das jetzt nochmal. Oh, no. Ne, wenn du mir jetzt Guidance gibst, dann mache ich das jetzt nochmal. Scheiße. If I have something to add, I'll tell you. Sie ist richtig sauer. Ja, ich glaube, sie ist nicht so erfolgt. Richtig tilt. Mann, ja. Ja, ein bisschen mehr Taktgefühl wäre es halt echt mal wirklich. Vor allem mit Guidance direkt vor ihr und sie kann selber Guidance casten. Oh, cringe. So. Okay, na dann, lange Rast. Das ist Tag 4. Nice. Wir sind bald Level Up, ne? Wir brauchen Vectus Akronis. Oh, Gott sei Dank. Wer hat denn jetzt mit Will nicht geredet? Ich hab mit Will geredet. Der Will ja, noch genau. Reden. Ich rede nochmal. Na gut, dann red du mit Will. Dann red du mit Will. Ich will nichts damit zu tun haben. Okay. Der ist so, wie er aussieht, ist der ein Dämon. What the fuck? Paladin. Was denn? Wie sieht er denn aus? Wie ein Dämon. Die Hörner. Die dunkle Haut. I know him better than most. Da kenne ich auch noch zwei. He's my father. True. I know I haven't said. Our relation is a matter of pride. Er ist nicht blau, aber er ist rot. At least for him. Okay, dann retten wir den halt, ne? Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzan. Oh, was macht Snow? Ich guck mal. Warum steht, ich kann bei Snow am Dialog teilnehmen? Jetzt schmeißt mich einfach. Ich geh einfach zu Wills Dialog mit dazu. Ein Tiefling, alle Tiefling gleich.
Endlich hat er es verstanden. Oh mein Gott. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know. Oh my God. Oh. And you're right. I mean. My story is one of das two. Muss gemacht werden. Tiny muss gestreichelt werden. Das stimmt. Oh, ich kann wohl nicht lange zuhören. Wieso? Oh, ihr seid, nicht lange wieso seid ihr doch vom selben Schlag? Oh no. Jetzt läuft er mir auch noch hinterher. Ich kontrolliere nur, dass ihr nichts stehlt. Ja. Brauchst das Gold für deinen nächsten Author? Pass mal auf, mein Junge, ansonsten kommt vollkommen auf. Siehst du, ich sag so, ja, mal, wahrscheinlich brauchen wir sehr mal schnell. Das wird schon wieder aufbrechen. Bam. So, dann müssen wir hier runter, oder? Ja. Okay. Wir sind aus dem Lager raus. Ja, weg. Ja, let's go. Danke. Wo fehlt denn jetzt hier unser... Ich glaube... Bist du schon die Luke runter? Ich bin... Ich habe vorhin auf die Latte geklickt, weil ich dachte, ihr seid runtergegangen. Als ich ah, okay, gut zu wissen. Okay. Deswegen habe ich gefragt, wo ihr seid, weil ich dachte so, okay, die sind jetzt... Und pack die Wurst ein! Was? Wurst. Ja? Okay. Hier ist alles voll mit Proviant. Wir brauchen das. Oh ja. Oh, wir brauchen das wirklich. Wir machen sehr oft lange Rast, ja. Just another crate. Oh, Bieren. Hier ist ja schon alles gelootet. Das ist ja komisch. Ja, hier ist auch voll viel nicht gelootet. Er spielt Oath of the Ancients. Oath of the Ancients. Den auch Shadowheart in unserem Run hat. Warum bin ich denn in oh mein Gott. Eine Geheimtreppe. Oh, nein. Doch. Oh. Und Würste. Oh, 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 oh. Das ist sehr gut. Magst du ihm das mitteilen dann? Ich speichere mal. Was denn? Was soll ich ihm mitteilen? Okay. Irgendwas, worauf wir achten sollen? Fallenentschärfungswerkzeuge, hat das irgendwer? Die greifen uns gleich an. Ja. Wenn die uns angreifen, ist fein. Dann verliert er den Oath nicht. Ich habe keine, deshalb gehe ich nicht vor. Wir haben den Oath nur verloren, weil wir die zuerst angegriffen haben, glaube ich. Bart. Ja. Die Fallenentschärfung geht mal vor. Dem Rogue, klar, kein Problem. Ja, hier vorne sind auf jeden Fall irgendwas, glaube ich. No, we didn't. Haben wir die nicht? Also, damit ich Fallen entschärfen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die uns gleich angreifen werden oder es keinen Kampf geben wird und dann wird er den Oath nicht verlieren. Irgendwas kann man. Achso, hier drüben ist jemand. Okay. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and make sure you're clean. Ja, die haben mich angequatscht. I slip back into the shadows. Das klingt so witzig. Sehr witzig, wenn du einfach so rückwärts gleiten nein würdest, rückwärts fliegen würdest. Hi, Bragos! Ah, warte hier. Na, ich hab dir. Ah, okay. Nice. Ich Alter, die Boni sind so wichtig, da. Ne? Nichts hast du gesehen. Lads, oh. Got a visitor on the traps. Die haben mich doch gesehen oder so. Perfekt. Ja, das hat gut funktioniert. Das war doch alles, was wir wollten, ne? Von wo? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Die haben uns im Nachhinein nicht. Also, ich will euch nur einmal sagen, wenn ich hier runterspringe. Ich meine, alle ich meine, die haben uns nur angegriffen, weil wir die zuerst angegriffen haben. Hier, Snow, wir können nochmal. Snow, komm mal ran. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Mach mal. Ich bin hier. Hier, geh mal auf die Tür zu, bitte. Danke. Warte, ich kann dir. Oh. Alle haben keine Wahrnehmung. Hier ist nichts. Hier ist nichts, dann können wir auch einfach durchgehen, richtig? Ja. Ja. Oh Blick. Gott! Ja, du kannst das jetzt, musst das jetzt.
Wer hat die Tür zugemacht? Seid ihr irre? Danke, Snow. Wollt ihr eventuell einen Step weggehen, dass wenn ich zurückjumpe? Oh. Klick. Mm. Ich dachte, Klick, du entschärfst das jetzt. No. Ich wollte nicht drauf stehen bleiben, während ich es entschärfe. Nicht? Nee, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich einen Step runter machen kann. Kein Problem. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass der Fight nicht super unehrenhaft anfängt. Ich weiß nicht wie, aber nicht, dass Haralde seinen Oath verliert. Also ich werde auf jeden Fall keine Unschuldigen angreifen. Sentarim sind nie unschuldig. Ich bin sehr überzeugt. Die Frage ist anders, Shaya. Du musst einfach nur gucken, ob du Tieflinge siehst. Okay, warte. Ich kann Stan nochmal Guidance geben, dann haben wir eine bessere Chance, das zu sehen. Ja. Perfekt. I don't know. Wir bleiben einfach am Rand. Am Rand wird schon nichts passieren. Ich glaube, Rand ist relativ safe. Hoffe ich. Die haben diese Fallen aber auch verdammt gut gelegt. Oh. Ah! Irgendwo regt sich gerade so ein Fallenmeister auf. Wer rennt so eine Treppe runter? Es wäre richtig gut, wenn Snow einfach auch nicht an den Stellen stehen bleiben würde, wo man gerade so knapp an der... Ey, wenn du nicht... Beweg dich einfach, so ein Schub. Ich mag halt nicht in so AOE-Stacks stehen. Ja, aber du stehst ja nicht in einem, du stehst ja in einem anderen AOE-Stack von den Fallen. Hast du gerade gesagt, so ein Schubsing steht. Kein Problem, alle Fallen entschärft. Okay. Das Tor ist noch zu. Kann das mal jemand aufmachen? Ich glaube, ich kann das nicht aufprügeln. Doch, klar, können wir. Okay, warte. Hm. Kannst du das Spiel empfehlen? Das ist Baldur's Gate 3, das beste Spiel seit 100 Jahren. Ob ich das empfehlen kann, spielt gar keine Rolle. Gib's mal bei YouTube ein. Nicht, dass die uns angreifen. Okay, ich muss meine Finger ganz kurz einmal aufwärmen. Und dann mache ich mich direkt wieder an die Arbeit. Ich hab gespeichert. Kein Problem. Bitteschön. Eine geöffnete Tür. Nice. Okay, na dann. Oh, oh. Nee! Jetzt! Nee! Oh mein Gott, what the fuck? What happened? Was ist denn jetzt passiert? Das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Die haben das ganze Lager in die Luft gesprengt. Der Artist ist tot. Wir müssen alle Beweise vernichten. Du hättest einfach mit ihnen reden können und ich konnte ja auch nicht mit denen reden. Snow, was ist denn passiert? Du hast das alles ausgelöst. Ich habe nichts gemacht, ich stehe hier nur. Du hast doch nicht mit denen geredet. Ich wusste nicht, dass die sich sofort so aggressiv fühlen, wenn ich sage, ich bin hier. Ich habe nicht gewusst, dass sie... Ich habe nicht gewusst, dass die... Also ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass die gesagt hätten, ich sehe dich doch aber, jetzt komm mal raus da. Aber nicht, dass die ihr ganzes Lager in die Luft jagen. Wer macht denn sowas? Okay. Ja, die mussten die Beweise vernichten. Tja, jetzt ist alles tot. Das ist ja krank. Vorne. Das ist insane. Das habe ich noch alles nie in die Luft gesehen. Gejagt. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Krass. Was ist denn Lyra? Das ist eine Leier. Genau. Tja, Oscar, es tut mir echt leid. Nun. Ich kann mit ihm reden. Mit dem Toten? Klar. Ja, let's go. Oh, hier oben ist auf jeden Fall noch eine Menge Loot, da ich alle Paladin bin. Ich brauch das! Einen Moment! Oh, verdammt! Du kannst oben rechts drücken. Cool aus. Aber eigentlich nicht zuhören. Ach, egal. Kann ich ja sagen, was du sagst. Okay, wo habt ihr eure Wertsachen aufbewahrt? Das ist eine sehr wichtige Frage. These hands. So. This mine. Treasure enough for a king. Okay, er sagt, seine Hände und sein Verstand sind sehr wertvoll. Wir sollten vielleicht seinen Kopf abtrennen und mitnehmen und die Hände auch. Bitte? Okay. Was habt ihr gemacht? Fleeing marriage. Captured. On road. Aber das war nicht der Ehemann, ne? Wen solltet ihr heiraten? Patron. Oh. Lady Janet. Ja, krass. But das habe ich auch noch nie gesehen. Love. Das ist crazy. Another. Ich habe das letzte Mal hier mit ihnen geredet. Ich auch, immer. Was ist das hier? Sintharim. Hideout.
Muss übrigens sagen, ich mag die Sentarim eigentlich. Die sind witzig. Ich finde die auch super, ja. Aber das sage ich auch nur als D&D-Enthusiast, die das in der Kampagne schon hatte. Ich würde ihn mal fragen, wer gestorben ist. Vielleicht hat er ja da vorher schon gelegen, wir wissen es ja nicht. Oh ja. Oh. Ja, die haben das selber gemacht. Ich glaube nicht. Ich stand ja, ich stand draußen, ich bin ja nicht mehr drin gewesen. Durch die Explosion. Wahrscheinlich. Tja. Wenn man schon ein Ausgebot der Hölle ist, kann man keinen Off mehr breaken, oder Snow? Keine Fackel. Also ich kann, also Entschuldigung. Ich finde, dieses Kommentar alleine sollte den Oath breaken. Gibt's da so eine Paladin-Beschwerde-Hotline? Beschwerde bitte an die Beschwerdestelle. Oh Gott. So, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Oh, oh. Braucht noch irgendwer einen Hammer oder ein Langschwert? Nein? Okay. Ach. Tschüss. Wo seid ihr? Ach, da. Ja, da hochgeklettert. Jetzt bin ich gespannt, wo die sind. Sind die alle am Ende? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollte der Kleriker mit dem geringsten Stats da nicht einfach vorgehen? Was für geringste Stats? Ich habe zweitmeistes Leben. Achso, ich entscheide, ob du lebst oder stirbst. Das ist anders als in der FS, wo der Kleriker am wenigsten hat. Naja, gut. Wo sind denn alle? Ich kann dir plus 3 Armor-Class geben, wenn du bitte sagst. Oh. Ich brauche deine Armor-Class nicht. Bitte! Ich nehme den Damage einfach. Okay. Näherungssprengstoff! Ich will den Sprengstoff haben! Ich habe keinen Oh, dankeschön. Crazy. Cool. Ich habe kein Entschärfungspool-Gedöns. Hier ist überall Nahrung ein bisschen. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Wo sind die denn jetzt alle hin? Hier sind noch mehr Fallen. Also ein paar... Oh, da vorne ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, ein paar sind da, aber ich glaube, das sind die, die immer da sind. Ich frage mich, wo der Rest ist. Näherungssprengstoff. Müssen wir die einfach angreifen? Nee, da vorne! Wir könnten die Fallen jetzt auslösen oder versuchen, sie zu entschärfen. Das sind so die zwei Optionen. Ich würde sie auslösen einfach. Das ist eine Kettenreaktion. Und wenn wir die auslösen, kommen die vielleicht bis da hinten und dann... Warte mal, wir gehen hier runter oder was? Oder was? Warte mal, warte, stopp. Wenn ihr wollt. Wie ihr möchtet. Ich hab mich jetzt halt gefragt, Feuerfall auf Ölfass oder sowas und dann alle Fallen auslösen. Das wäre irgendwie witzig. Die Sache ist halt, dann geht wirklich alles hoch. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch was hat, was von hier hinten bis da hinten reicht, dass sie wirklich rankommen. Also wenn das eine Näher... Hier hinten steht auf jeden Fall jemand an der Falle. Das heißt, wenn das eine Näherungsfalle ist, dann könnten wir... Hat jemand... Ja, das muss halt der Sorcerer machen, ne? Mit Feuer, Firebolt oder so. Ja, oder halt einfach hier vorne hinstellen. Ja, aber da ist hier eine Näherungsfalle. Kannst du das entschärfen? Nee, du kannst es nicht entschärfen, ne? Ich vermute, die Fallen kann lösen ich gerne sich, entschärfen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, die lösen sich gegenseitig aus, die Fallen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der da hinten die rote Falle auslöst und maybe, dann, dass die anderen so eine Kettenreaktion auslösen. Ich habe das gelesen auslöst, mit dem Bug, aber ich weiß nicht, ob das... Vielleicht können wir also das von der anderen Seite ist es ein Bug Seite oder machen. Ist es keiner? Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Ja, ich würde das unserem Magier überlassen. Ich habe keine Fackel im Inventar, der hat ja Feuer, im Gegensatz zu mir. Ich habe keine Fackel im Inventar. Okay, welche was ist denn, wenn wir, was ist denn, wenn wir andersrum gehen? Guck mal hier hinten rum. Komplett hinten rum. Ja. Hier und da. Und dann darüber. Ja, dann lass uns doch komplett hinten rumgehen. Die anderen haben Fackeln. Weil da sind keine Fallen. Im Inventar. Ich habe keine. Warum sind wir da eben nicht reingegangen? Vectus und Haraldo haben eine Fackel. Ja, jetzt. Ich mal wieder schleichen. Ja, ich auch. Wegen dem Feuerschwert? Aber müsste er da nicht voll nah rangehen? So irgendwo buddeln. Glaube ich. Oder eine Ritze. Immer wie irgendwo, wo man das durch kann, wenn man klein ist. Ich kann es nicht sehen. Ja. Na da. There it is. Okay, hier ist eine Näherungsfalle. Ich glaube, haben wir schon. So, von hier kannst du jetzt von, oh mein Gott, hier drüben stehen sie alle. Selber. Beweise vernichten, ja, ne? Hier drüben stehen sie alle, ich mach mal 5. Da steht auch ein Feini, der arme Doku. Ich würde sagen, von hier loslegen und dann einfach die Falle auslösen und gucken, was passiert, oder was? Mm, ja. Ja.
Die habe ich, war nur verdächtig, weil ich Tiefling bin, ganz ehrlich. Pfeil haben, den wir hier hinten hinschießen und dann fliegen die runter. Ich glaube, ich habe sowas. Wir können auch stattdessen die Wooden Beams kaputt machen. Oh ja, das können wir auch machen. Das war eine gute Idee. Dann oh ja, das können wir auch. Ich habe da leider nichts für. Ich kann das machen. Okay. Ja. Dann mach das. Mit einer Armbrust drauf schießen, wenn ihr wollt. Da ist ein Ölfass unten dran. Das Ölfass, ja. Oh ja, das ist perfekt. Dann mach doch da einfach Feuer. Rechts und links eins. Mach dir noch Feuer unter die Füße. Soll ich auf das Ölfass schießen unten? Das Ölfass auf der rechten Seite und den Balken auf der linken Seite, damit es safe ist. Okay, ich meine, wir können auch erst die Balken wegmachen. Dann okay. Fallen die ins Öl und dann ins Himmel. Das ja, gute Idee. Nimm du den linken Balken, ich nehme den rechten. Ja, mache ich mit meiner Armbrust. Das wird bestimmt treffen. Ich mache zur Sicherheit den linken auch noch mit. Ich muss leider nach hier vorne. Okay. Jetzt kann ich. Ready? Und? Warte, ich muss auch noch ein bisschen nach vorne wegen den Dings. Wegen Disadvantage. So. Okay. Und ready. Feuer. Perfekt. Fuck. Ich gehe turn-based rein. Ja, ich glaube, die sind schon. Ich bin in Combat. Ihr könnt gerne euch positionieren, wie ihr wollt. Ich krieg ein bisschen aufs Maul. Warte mal. Nee, ich kann nicht warten. Ich bin schon in Combat. Er ist legit vor einem Combat, ja. Ich bin aber auch schon im Combat. Also zwei Leute sind noch vor mir dran. Das wird sehr schmerzhaft werden. Ich hoffe, du verlierst deinen Oath nicht, wenn du einen tötest. Wieso? Die greifen uns auch an. I hope so. Du darfst einfach die Wölfe nicht last hitten, dann passt es. Oh! Okay, also er ist jetzt auf jeden Fall... Ich kann ihn nicht gut rausmoven, das ist die Problematik, die ich habe. Ich bin noch nicht im Combat, ich helfe dir. Krieg ich die irgendwie weg, die gefesselten Dinger? Naja, durch Hilfe geht das. Oh, ich kann auch helfen, sorry. Oder so. Dankeschön. Ich hätte halt... Dann nutzen wir noch diese Gelegenheit und gehen einfach weiter nach hinten, so wie es der Plan war, oder? Ah, jetzt bist du im Combat, okay. Aua. Ja. Geht, glaube ich, auch noch ein Stück nach hinten, weil ich kann von hier aus nichts machen. Sollen die herkommen, ne? Richtig, die werden hier drüben halt von da aus schießen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Okay, dann stelle ich mich hier hin. Noch hast du eine insane hohe Armor-Class. Ja, deshalb. Das vielleicht sind kann alle. Ich mich in den Weg stellen. Das sind legit das alle, ja. Da ist eine Näherung, aber die können nicht darüber, die haben noch eine Näherungsdings da hinten, oder? Ne, werden wir sehen. Ja. Können auf jeden Fall hier rüber kommen. Wenn du noch so einen Knockback-Pfeil hast, weiß ich nicht, ob der hier funktioniert. Ich hab nur Eispfeile. Wir haben aber diese Void-Dinger, das könnte funktionieren vielleicht. Das wäre auch eine Option, ja. Aber die blöde Barrikade blockiert das, lol. Oh, schade. Dann macht die Barrikade genau das, was sie tun sollte. Ich mach's mal lieber nicht. Ansonsten haben wir noch die Eisenflasche. Die aus Freunden fallen immer. Mm, ja. Gute Idee. Shaya brennt ja immer noch. Ja. Schön warm. Ich friere halt immer, weißt du? Ja, jetzt ist die Frage, was machen die sind. Ich kann ja. Also das Problem ist, ich bin halt ein Midi-Charakter, ne? Wir haben zwei Mini-Charakter und haben die Alternative ist halt, wir machen hier irgendwie so Rauch hin oder Dunkelheit oder irgendwas, sodass die halt nicht rüberschießen können und dann müssen die halt zu uns moven. Haben wir sowas denn? Und warum schlägst du Sachen vor, die wir nicht haben? Weiß nicht, ob wir die haben oder nicht haben. Kenn Snowy nicht. Ja, nur weil ich Tiefling bin. Glaubst du, ich kann Rauch machen mit dem Fingerschnipsen und die Hölle brennt? Also ich erinnere danach daran, wo du das letzte Mal meintest, oh guck mal, da brennt. Ich habe eine Scroll of Dark Vision. Ich kann eine Scroll of Dark Vision casten. Ja, Dark Vision. Ich nicht viel. Oh scheiße, ich dachte, das ist Darkness. Dann können die im Dunkeln sehen. Ja, großartig. Also ich habe Alchemistenfeuer auf jeden Fall. Ich habe auch welche. Das heißt, ich kann hier drüben. Dann würden die ein Feuer machen. Gut, Feuer machen.
Ja, also. Das würde also gehen. Ja. Der Rest muss dashen halt. Die müssen alle zu uns dashen, sonst haben die keine Chance. Wenn die keine Bogenbögen haben, ist das alles egal eigentlich. Und die Annäherungsminen, also wenn die dran vorbeilaufen, sind die halt down. Die haben genau das gleiche Problem, was wir auch haben. Well, on my way. Was machst du? Disengagen. Auf Abstand gehen. Okay. Ich würde... also ich werfe jetzt da ein Alchemistenfeuer hin. Das ist eine gute Idee, ja. Let's go. Warte mal, was ist denn das? Nice. Not bad. Ja. Dann müssen sie da auf jeden Fall durch. Und dann habe ich noch... hat jemand... Oh Gott, warte mal. Du hast deinen Zug schon beendet. Ja. Hast du Glück, Alter. Danke. Leute, die sich weg von meinem Paladin stellen. Na, guck mal. Hä, die kann da durchlaufen? Oh. Nee, die sind rot, aber die lösen nicht aus. Warum? Na, dann müssen wir sie anschießen, oder nicht? Ich wollte gerade schon sagen, können Maybe. Wir da raufschießen? Probably. Eventuell, das ja. müssen wir gleich dringend ausprobieren. Schön. Hallo, ich stehe davor! Entschuldigung! Ja, aber der weiß, dass du eine hohe Armor-Klasse hast. Der will dich nicht angreifen. Ja, das ist true. Mieser Feigling. Der sieht dir das an. Hm. Was ist denn jetzt hier deren Aufgabe? Das ist ja ganz weird. Okay, also ich glaube, die nächste Runde sollte sein, dass wir diese Annäherungsscheiße da hinten anzünden, wenn die vorbeiläuft. Ja. Und da steht sie gerade dran, das heißt, da könnte man... Warum hat man eine Fähigkeit so eine geringe? Will einer von euch drauf schießen, sonst würde ich versuchen drauf zu schießen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Es kann ja sein, dass es ein. Ich weiß nicht, ob du Feuer dafür brauchst und es nur kaputt geht, aber es ist eine Mine, also. Ich hätte jetzt halt auch gedacht, es ist Kontakt. Also, weißt du, was ich meine? Kannst du bis da hinten schießen? Ich muss ein Stück vorgehen dafür. Leider. Ja, wenn du. Also, von mir aus gerne. Ich kann es ja mal mit der vorderen Mine. Also, ich kann es ja mal mit der vorderen ausprobieren, oder? Die Sache ist halt, er wird ja von da weglaufen danach. Nimm einfach die hintere. Okay. Ah, okay, guck mal. Die ist jetzt einfach kaputt gegangen. Ja. Aber die ist explodiert. Aber ist er ist jetzt ja. für 24, aber sie ist jetzt gleich für nicht mehr 24. da. Aber du kannst sie doch angreifen, oder nicht? Dran, oder nicht? Ja, ich hab sehr kurze Beine, aber das ist okay. Ach so. Also im Notfall kann ich sie auch nochmal angreifen. Ja, wenn ihr das macht, ist das eine deutlich bessere Option. Ich würde einfach einen stinknormalen Attack auf den Typen vor uns machen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, die ich habe. Well. Klar. Plus 10. Ich stelle mich mal ganz dreist noch ein Stück in den Weg, dass die dann auf mich schießen. Vielleicht. Holy shit, wow. Klar. Nice. The fuck? Ich bin Kriegskleriker. Habe ich euch bisher nicht gesagt, weil es nicht dazu kam, aber... Ja, perfekt. Nice. Darauf hatte ich gehofft. Ich möchte nur ganz kurz sagen, 50% von dem Schaden, den du kriegst, kassiere ich, ja? So. Das sagst du mir jetzt? okay, ja. No worries. Okay, ich muss springen. Oh komm, ein bisschen Bewegung noch. Ich will nur nicht auf Nachteil angreifen. Ja. Oh, nice. Okay, aber
Du musst anscheinend noch näher dran stehen, weil die ist halt für 24 explodiert, aber die hat nur 4 Schaden bekommen. Das ist ja wild. Ist ja nicht so schlimm. Okay. Ich würde dann gleich auch nochmal nächste Runde, also wenn ich nicht in den Nahkampf gehe, kann ich nächste Runde Alchemistenfeuer machen. Snow, du bist dran. Ja, ich überlege, was ich tue. Wir sind so doof gesplittet. Ich greife erstmal den hier vorne an. Mach das. Komm mal, perfekt. Einer weniger. Kann ich schon mal doch kein Offbreaker. Yeah. Das ist schon mal gut. Digga, die hat mir eine Axt in den Kopf geworfen. Auf die Distanz. What the fuck? Gratiswaffe. Okay, sehr gut. Die leben teilweise. Holy shit. Dash ist sehr gut, ja. Okay. Arrested sie. Da kommt der einmal wieder durch. Oh mein Gott, der kann da nicht mehr. Die Wölfe tun mir sehr leid. Unsere Position ist gleichzeitig schlecht und gut. Also ich werfe jetzt hier gleich Alchemistenfeuer rüber für die beiden. Aber ich war doch, hä? Warum eigentlich? Ich hatte... Sie hatte doch voll AP. Ich wollte schon sagen, hä? Okay, danke. Warum hast du denn mich nicht geheilt? Das ist doch schön, dich auch ein. Hä? Ja, das stimmt. Du wolltest seine Armor-Class vorhin nicht. Du wolltest lieber den Damage. Das hat er sich gemerkt. Guck mal, du warst sehr unfreundlich zu mir. Oh, was ist denn hier? Guck mal hier. Ich würde auch ein Alchemistenfeuer werfen. Wo wirfst du hin? Na, das ist egal. Dann kann ich in den Nahkampf gehen mit der unten. Kann ich die beiden, die... Gucken wir mal. Immer beide gehalten. Good job. Okay, sweet. Ich glaube, ich würde auch einfach nochmal drauf werfen. I don't know. Wenn die irgendwann sich alle vorne an die Kante versammelt haben, werfen wir da einfach eine Bärenknolle und schubst die einfach runter. Ja! Ja, das ist halt, also, das ist nett. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Range habe dafür. Okay, mach's lieber nicht. Kann ich noch nicht. Nächstes Mal. Soll ich versuchen? Nein. Oh. Ich meine, du kannst vielleicht den hier finishen. Yeah. Also, ich glaube, ich könnte es schaffen. Aber dann kriegen wir den Loot nicht. Außer ich schub sie hier hin. Ja. Ja, so Loot ist schon wichtig. Wow. Sie könnte mich halt zurückschubsen, ne? Ja, aber du schaffst ja direkt sie runter. Ich würde es nicht machen, sag ich. Ja, ich glaube, es ist auch echt eine schlechte Idee. Können wir darüber reden, dass mein Monk darauf ausgelegt ist, Leute zu schubsen? Ey, go for it! Ja, try it. Also ich stelle mich jetzt hier einfach hier vorne hin und warte, dass die hier kommt. Mm. Perfekt. Ich warte. Genau, sie muss noch einmal sporten, was sehr gut ist. Perfekt. Ja, Reaktion, let's go. Ah, schade. Aber wir haben sie. Und dass hier alles oben steht in Flammen, das heißt, wer da rum da reingeht, der muss halt erstmal, genau, diesen hier machen. Verdammt. Einer geht down. Aua, warum oh. Nicht mal? Das ist unfair. Die könnten doch auch einfach Shy angreifen, dann würde ich auch Damage kriegen. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Oh, guten Morgen. Als ob ich Damage kriege, sobald ich... Soll ich dir aufhelfen? Das wäre sehr lieb, wenn du das machen würdest, ja. So schade, dass ich keine Heilung mehr für dich übrig habe. Also die drei hier, die kann ich gleich. Ja. Mir wird kein Opportunity Attack angezeigt, das möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich werde es einfach probieren durchzuziehen. Perfekt. Sehr gut. Oh, Level up. Stufenaufstieg, nice. Let's go. Okay, eigentlich muss ich... Soll ich einfach All-In gehen oder schaffen wir das auch so? Ich glaube, wir müssen All-In. Also, wir müssen All-In gehen. Okay, da hinten stehen noch 3, 4 Leute. 5 vielleicht. Oh. Hä? Unwettermagie. Warum? Warte mal. Was? Ich dachte, der eine ist tot. Wer war meint? Das kann man ändern. Nice, Level up.
Gott. Bruder. Okay, ich versuche mal. Okay, I try. Ja, schön. Alter, ah, der hat gesessen, aber der war aber richtig krass. Ich finde nichts dazu, dass die das selber anzünden, nur lauter Buglisten. Vielleicht ist es doch ein Bug. Und das wäre echt doof. Mein Zug. Aber warum stehen die dann hier? Die haben sich ja schon zurückgezogen. Oh, ach, krass, dass das alle. Fuck. Ich glaube, die ziehen sich immer zurück, ne? Aber dass die das alles in die Luft. Ich habe die Hälfte des Schadens genommen. Ich habe nur einer. Glaubst du, wer du bist? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Reversed. Die Schreie nehme ich mir auf und schlafe dazu dann ein. Bereust du es schon, Bart? Das mit der Armor Class und dem Damage? Nee, ich finde das super. Das geht mir. Warum bin ich denn jetzt schon wieder dran? Weil die kaum noch Gegner haben. Die Hände sind immer hinten. Ja, aber das sind beide Gruppen. Das sind auch die, die vorne waren. Oder? Noch das mal. Oder ist das nur die Hintengruppe? Das sieht so aus, als wenn das mehr wären als sonst. Okay. Dann. Was war's? Nice. Jetzt haben wir noch 4 Stück, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und die sind alle also verwirrt. Ja, 2 sind die Wölfe, die sind. Also die darf nur Stay nicht lastet, ne? Das ist alles gut. Das darf ich die nicht lastet? Meintest du nur das nicht? Du darfst nicht. Nee. Allgemein, manchmal, keine Ahnung, ich hatte hier mal ein Kampfszenario und als unser Paladin dann draufgehauen hat, war der Oath weg, aber bei einem Kill. Ich habe noch keinen. Ich hab noch keinen Oath verloren. Okay, dann passt's. Wir kommen jetzt hier halt nicht durch, wir müssen die Dings kaputt machen, ne? Okay. Perfekt. Wahrhaftig. Das brennende Schwert hat die Explosion ausgelöst. Ich bin komplett verwirrt. Aber war das. Ja. Oh, jetzt. War er wirklich so nah an dem Öl? Oh, jetzt geht's rund. Eieiei. Oh Gott. Ich kann noch ein Alchemistenfeuer werfen. Kannst du machen, wir können auch warten, bis der Frog kommt. Nice. Schön. Okay, ja. Man bricht den wegen dem Dialog. Ah, das kann sein. Ja, aber bei uns war es halt im Kampf und nicht im Dialog, ne? Ich hoffe, du hattest jetzt einen richtig guten Grund, einfach zu mir zu laufen. Nein, leider nicht. Ziemlich harten Drohung. Das klang jetzt, also einfach, ich habe jetzt gehofft, du hast einen richtig guten Grund gehabt, weil das, wir zusammenstehen, ist nicht, guck mal unsere Position gerade an. Wir stehen einfach. Super. Nein, der Oath ist nicht gebrochen. Also, ich bin jetzt so ein Knockback-Pfeiler. Oh mein Gott. He has not. Ich habe mich nicht mal in die Richtung gelegt. Ah, guck mal, siehst du, ich gehe schon wieder weg. Meine Güte. Ja, good job. Nice. Wollte jetzt den Feini da unten. Ich nicht gegen Draw Rexlin ran müssen, alles gut. Ist es okay, wenn ich dahin gehe, wo die ganzen Leichen sind? Dann muss ich nicht durch die. Nee, nicht unbedingt deshalb, aber da muss ich nicht durch die Fallen durch. Mir geht's ja noch recht gut. Das heißt, ich hüpfe hier einfach rüber. Aber looten kann ich auch. Der Kampf ist noch da. Wir sind noch am Kämpfen. 550 Gold auf einmal in einer Tasse. Okay. Ja, keine Ahnung. Nicht erreichbar. Oh, nicht genügend Bewegungs. Okay. Nice. Mal gucken, ob der Gogo jetzt herkommt. So, jetzt kommen sie. So, jetzt brauche ich eure Unterstützung, weil alleine werde ich das nicht schaffen. Kein Problem, ich bin hinter dir.
So, ich bleib mal hier stehen. Ich hoffe, dass da hinten lohnt sich auf jeden Fall in dieser komischen Gittertür. Wo ist denn der andere Hund? Unten. Unter uns. Direkt unter uns. Ah, okay, gut. Stufe 1. Ah, nee, Stufe 4. Moment. Ha. Good job, good job, good job. Tja. Jetzt, nice. Einfach. Boah, und den jetzt schubsen, das wär's. Meine 12er Armor Class ist halt kein Witz. Ja. Geht das? Ich kann ihn nicht schubsen, der ist so schwer. Schade. Oh, also ich kann ihn schubsen, aber der ist so schwer, der fällt nicht. Das können okay. Wir ändern. Ich behalte es mal lieber noch. Ja, wir finden. Brauchst du nicht. Nee, brauch ich nicht. Kann ich auch so finishen. Nice. Good job. Warum ist Shaya einfach da hinten lang gelaufen, ohne was zu tun? Weil ich durch die Fallen nicht durch wollte. Ich habe extra gefragt, ob ich das soll. Also habe ich gelootet, okay? Ich hab jetzt Gold, ich bin jetzt außerdem habe ich gelootet. Als Erklärung für was auch immer hier gerade passiert ist. Das ist jetzt Magierbannöl. Was ist denn, Gold. Warum ich... Das ist halt das leichteste Ziel. Ja, stimmt. Wo ist der Hund? Warum läuft der... Was ist jetzt hier? Ah, jetzt hier unten, okay. Oh, wow, Leute. Da kann ich ja direkt wieder looten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da unten rankommen soll. Hier ist eine Leiter. Also zwei Leitern sogar. Eigentlich kann der hier auch einfach rumlaufen, oder? Der kommt auch gleich wieder hoch. Der kommt dir gleich entgegen. Ach so, ja, klar. Komm mal her, Feini. Komm mal her. Das war sein Sport? Weiter kommt er nicht? Das ist echt scheiße. Och, Baby, das ist hier komplett bescheuert. Oh Gott, ich kann das nicht. Mach dir mal. Ja, dann. Oh. Ich mach schon. Ich mach schon. Ja, danke. Für die 4 Schaden. Der Mönch einfach, dem es scheißegal ist. Und der Kleriker. Okay, ich mach schon. So ein Ding ist das einfach. Tut mir so leid, ich hab das vorher gegessen. Ich hab's nochmal gebissen und ich war weg. Ja, okay, gut. Oh mein Gott, kritischer Treffer auf mein. Ich mach's nicht zu Ende. Ich muss mich daran gewöhnen, okay? Es tut mir leid. Vielleicht solltest du mich doch verzaubern. Sie weiß es nicht zu wertschätzen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich hab sie aufgehoben. Hallo. Mein Oath ist nicht gebreakt. Nice. Mein Oath ist not gebreakt. Very good. Schön. Oh, sie hat Schlüssel. Ich nehme alles der mit. Oath of throwing it back, Paladin. Ja! Der ist super. Achso. Oh. Ah, danke. Irgendjemand von euch hat einen Schlüssel gefunden. Ich habe mehrere Schlüssel gefunden. Ja, ich auch. Perfekt. Oh, möchte jemand von euch hier mal in den Raum reingehen mit Wahrnehmung, um die Fallen aufzudecken? Den auch geil. Ich mach erstmal ein Level up. So. Hier ist hübsch. Vielleicht siehst du sie ja. Achso, erstmal Level up, das ist eine gute Idee. Aha. Eine habe ich. Wahrscheinlich die beiden Truhen, ne? Ja, ich denke, die andere wird an der anderen Truhe sein. Das schicken wir gleich irgendjemand anderen rein. Hm. Erstmal Level up. Ja, ich mache ein bisschen Level up. Stufe 4. Ich habe ein Talent. Oh, shit. Fuck. Was nehme ich denn jetzt? Was ist denn für ein Paladin interessant? C ist interessant. Wächter ist interessant, wilder Angreifer. Ich
möchte voll gerne entweder Tavernenschläger oder leichtfüßig nehmen. Das ist beides irgendwie ganz geil, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ja, Meister schwerer Waffen nehmen wir. Ich glaube, das ist der gute, das ist der Great Weapon Master, oder? Ja. Ja, das nehmen wir jetzt. Aller Zauber habe ich keine neuen. Ich krieg nur mehr AP eigentlich tatsächlich. Mit meiner Haupthandangriff einfach 16 bis 29 Schaden. So. Ja, ihr seid alle am Level, ne? Ich werde das später nochmal umskillen, wenn ich weiß, was ich genau machen möchte. Grade. Ich warte darauf, dass Snowy wenn in die Falle gucken geht. Hier unten dran. Pass auf. Ich habe erst überlegt, ob ich Actor nehme. Aber da stand Double Proficiency with it. Aber ich habe gar keine Proficiency. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann... Hä? Wie das funktioniert? No. Ja, sorry. Möchtest du einmal in den Raum reingucken, ob du die Falle entdeckst? Na klar. Ich muss mal kurz Gold ausgeben. Ich will Warcaster für den Concentration. Du minmaxst auf Level 4? Keine Falle. Nein! Keine Falle. Warum wartest du nicht auf 6 oder so? Danke, Snowy. Warcaster wäre nice. Die Kiste zu entschärfen. Oh, ich geh mal aus dem Raum. Jo, ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber... Wenn ich krieg plus 7 so. Ah, okay. Perfekt. Dann machen wir die doch auch direkt auf. Ja, mach ruhig. Ich werde das auf Level 5 oder 6 nochmal vernünftig umskillen. Die Tür hinter mir zugemacht? Nein. Und dann gucke ich nochmal wegen Actor. Die ist zugefallen. Ah, der Wind, ne? Der ist nicht gebrochen. Hat er noch. Da. Ach, du meines bisschen. Sascha, wir bräuchten eventuell mal ganz kurz. Ja, du musst hier mal reinkommen. Ja, ich bin gleich da. Brauch nur ganz kurz. Würde ich mir das kein Proficiency Bonus? Okay. Bei Actor steht. Sehr Bescheid, bevor du in den Raum gehst, dann gebe ich dir vorher noch Guidance. Dein Proficiency Bonus doubled, aber da steht nicht, dass du Proficiency bekommst. Ist ja auch verwandt. Jetzt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ob man dann automatisch Proficiency bekommt oder nicht. I don't know how it works. Geh gerne einmal nachsehen. Abgrundrufer. Aura der Dämonengeist ist die beschwörte Kreatur des Trägers, hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer aber physischen Schaden. Actor ist mir auch nicht so wichtig. Das sind Handschuhe. Warcaster ist mir wichtiger. Ja, also, wenn ihr die nicht wollt. Aura des Dämonengeistes. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer psychischen Schaden. Will denn irgendjemand in Richtung Beschwören gehen? Also ich brauche sie nicht. Nee. Weiß Na, dann gebe ich sie dir. Ich habe sie dir geschickt. Danke. Ein schöner Hut. Alles wird einfach. Hier, versuch mal an der Lampe zu reiben. An ordinary lamp. Keine Spur von Marie daran. Nice. An ordinary lamp, not a trace of magic. Es handelt sich um eine ordinary lamp. Eine ordinary lamp. Was ist hier? Ja, yeah, Call Lightning nehme ich später mit. Bart! Hey, ich bin nicht so viel kleiner als du. Du bist winzig. Was ist dieses Loch? Ich sehe es nicht. Da. I'm way too big. Guck. Jetzt kannst du rein. Los! Cool. Das hat viel gebracht. Vor allen Dingen, er ist jetzt einfach mit 9 HP da rein. Er steht halt neben uns, ne? Ach du Scheiße, stimmt! Er ist hier drinne. Das hat gar nichts gebracht. Wer ist wo drin?
Ich bin in dieses Loch reingeklettert. Oh nein, das war richtig. Das war richtig. Alter, du bist klein, richtig? Deshalb darfst du da winzig. Rein. Ja. Winzig. Ja. Also ich bin wirklich winzig. Look at me. Mach. Was ist passiert? Okay, Moment. Wirf mich. Nee, er hat 9 HP. Was? Komm schon, ich bin noch 2 Runden klein, bitte. Was? Ins Dungeon geworfen. Ja, was? Wer Level geht, der kann den ganzen Spaß hier auch nicht sehen. Richtig. Und bevor du jetzt hier reingehst. Du hast Reduce genommen. Nein, ich raste aus. Ja. Okay. So, jetzt geh mal. Bis zur Truhe. Oh. Ah, du bekommst Proficiency? Okay. Bitteschön. Dann nehme ich das vielleicht später doch nochmal mit. Dankeschön. Und jetzt werde ich. That is good to know. Wäre auch doof, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Kein Problem. Alles gut. Oh, da ist eine Beef Sausage. Oh mein Gott, getrocknete Rinderwurst. Geil. Okay. Oh mein Gott, Infernal Steel? Let's go. Ja, warte mal. Also unseren Stahl nimmst du mit, oder was? Ich hab den Stahl genommen. Ja, aber Tieflinge an sich sind scheiße. Hä? Infernal Steel kenne ich ja nur als Spieler. Als Baba, als Paladin sage ich, was ist das für dreckiger Scheiß? Achso, ja, fair. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, ich habe auch es nicht geschafft nachzuforschen, aber Snowy kann nachforschen. Das ist doch offensichtlich. Oh, fand das eine Illusion? Ja, das sieht man doch. Welche Illusion? Oh, ich kann gar nichts sehen. Mach die Augen auf. Soll ich den mal entsperren? Ey, Digga, ich bin gerade in absoluter Superoptik hier. Ja. Ich komm. Wollen wir hier mal einen Cut machen? Ja, können wir machen. Ja, ich knack noch das Schloss. Bevor wir hier weitergehen. Camp dann nochmal? Ja, lass uns in hier rasten. Ja, wenn ihr nicht aufzufahren wollt. Nein, ich will noch nicht aufzufahren. Ich will erst Dingens, die Schattenruinen und so. Aber wie ihr wollt. Ja. Darf ich dich jetzt werfen? Ja, mach ruhig, klar. Oh mein Gott. Alter. Warum machst du so viel Schaden, wenn du mich wirfst? Ich hab dir immerhin wieder aufgehoben. Ausgeholfen. Danke. Yo, danke schön für den Raid, Lord Vendrith. So. Geil, ich muss immer mal jemanden werfen. Das ist jetzt neuer Spielstand. Wir sind jetzt Session 2. Nee, 3. Session 3, ja. Tag 4. Ja. Wir haben schon über 8 Stunden gespielt und wir haben nichts geschafft. Ach, Quatsch. 8,5 Stunden. Wir sind Level 4. Ja. So, ich mach mal, Achtung, ich mach Spiel aus, nicht wundern. Ja. Gespeichert. Wir machen nächste Woche weiter. Nächsten Donnerstag. Yes. Geht's weiter. Das klingt sehr. Und dann machen wir die, ich weiß gar nicht, was wir machen. Oh, nächste Woche Goblins wäre doch schön. Oh ja, Goblins langsam mal angehen. Ja, klar, warum nicht? Wir können auch einfach das Tantchen ineinander machen. Oder? Oh, und die Apple. Ich meine, wir haben heute die Level 5 Knolle besiegt. Das war ja Piece of Cake. Naja, aber das sind auch noch die Paladine sind doch auch noch da, oder? Die von Kai. Ja, die müssen wir dann. Aber die würde ich erst nach den Knollen machen, weil die Level. Weil die schon. Ich glaube, da ist Level 6. 5. Der Typ, glaube ich. Sicher? Naja. Ich glaube auch 5. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Bis nächstes Mal. Also bis. Nee, wir sehen uns am Sonntag. Bye bye. Sonntag. Genau. Tschüss. Bis dann. Bye bye. Bye bye. Schönen Abend euch noch. Bye bye. You. Thank you. Good night. Alrighty. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Chat, und alle, die es gerade auf YouTube nachgeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal.